Man darf Krogi nicht alleine ohne Chat lassen. Dann dreht er völlig durch. Schönes Let's Play. Gerne mal mit Leuten. Ich drück jetzt auf den Knopf, dann geht das Intro los und du wirst schon sehen, was du davon hast. Viel Spaß. Ja geil, hab ich Bock drauf. Schöne Zeit. Ich drücke immer zu viel drauf. Leute, herzlich willkommen zum nicen SnowRunner Let's Play, hier zu Nicen Time. Schön, dass wieder alle da seid. Leute, ich bin ganz verliebt, muss ich sagen. So viel nettes Feedback, so viel geile Kommentare unter diesem YouTube-Clip. Ich bin ganz überrascht, das bin ich gar nicht gewohnt, so alleine. Anscheinend ist das ein Spiel, was euch gefällt, was mir gefällt. Ich bin wirklich ganz entzückt von dieser schönen Stille, von dieser Ruhe, die ich in diesem Spiel bekomme. Und diese Motoren, ja, dieses Surren der Motoren macht mich regelrecht, wie soll ich das sagen, es erregt mich, es gibt mir gute Laune und das ist sehr, sehr schön. Ich werde heute während des Let's Plays mal wieder ein paar Kommentare vorlesen und ich habe alle Kommentare studiert und die sind sehr, sehr schön. Oftmals wurde gesagt, Krogi-Mensch, hol dir doch nochmal Support, hol die Verstärkung, Michi Montana kann nicht alleine zocken, das geht so nicht. Außerdem ist es heute wieder, ihr habt es gemerkt, es ist mal wieder nicht live, genauso wie letztes Mal nicht. Aber ich habe ein Trostpflaster für euch. Denn wenn ich jetzt meine Funkstimme anstelle, ja, und diesen Fader hier hochdrücke, pass auf, ich funk mal an. Achtung, hier ist Krogi, Michi Montana meine ich. Ist Tennessee Tim da? Tennessee Tim, bist du da? Ja, Tennessee Tim hier an Michi Montana. Ich empfange. Habt ihr das gehört? Tennessee Tim ist da! Jetzt könnt ihr Tennessee Tim auch sehen, das ist ja wundervoll! Tennessee Tim, ich brauche Support heute, schön, dass du dabei bist. Hallo! Winke, winke. Ja, also ich muss tatsächlich noch meinen, pass auf, ich leg mal auf den Funkverkehr, ich melde mich gleich bei dir, Tennessee Tim. Ich muss erstmal noch meinen Truck in die Werkstatt bringen. Und auf dem Weg dorthin, also die Werkstatt liegt gleich auf meinem Ziel und auf dem Weg dorthin kann ich noch meine Fracht in der Farm abliefern. Das wird noch sehr schön sein, denn dann kann ich meinen Truck in die Werkstatt packen und kann den kooperativen Part beginnen. Denn Tennessee Tim ist da, um mir zu helfen. Das wollen wir alle sehen und alleine kann ich hier nichts mehr. So, also ich gehe ins Spiel und ihr hört den Motor, der röhrt nämlich. Tim, wenn du was sagen willst, wir hören dich natürlich. Entschuldigung. Achtung, Michi Montana hier. Tim, wenn du was sagen willst, wir hören dich im Spiel, ist kein Problem. Ich werde erstmal mit dem Truck in die Werkstatt fahren, sodass wir dann gleich gemeinsam durchstarten können. Ja? Alles klar, ich muss hier gerade noch eine Brücke reparieren, melde mich dann. Alles klar. Ja, wundervoll. Das ist der Truckerfunk, den wir brauchen. Und hörte den Sound. Ich habe auch tatsächlich die Overlays ein bisschen angepasst, denn ihr habt schon recht. Ich habe einfach immer die Handbremse angehabt. So kann man hier nichts erreichen in diesem Spiel. Mir ist das klar. Ich muss wieder winchen. Das ist ein richtiges Winch-Game, ein Profi-Winching-Game. Ich habe hier leider nur so dumme Büsche und weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Aber die Musik beruhigt mich nach wie vor. Aber mein Winching-Game ist auf jeden Fall stark in dem Spiel, muss ich sagen. Ich habe ja sonst aber den Dieter angefunkt, der hat sich nie zurückgemeldet. Deswegen bin ich froh, dass ich heute menschlichen Support bekomme. Ey Leute, schaffen wir es hier raus? Vielleicht Allrad? Allradantrieb? Haben wir schon an? Niedrig-Übersetzung? Allrad ist doch Traum, ne? Handbremse. Allradantrieb nicht installiert. Was ist denn das für eine Karre? Ernsthaft jetzt? Hat er nicht installiert? Ja, dann komme ich doch niemals da durch. Das alte Links-Rechts-Spiel vielleicht. Links ein bisschen. Boah, das kann natürlich dauern, so zur Werkstatt zu kommen. Ja. Also, ich habe natürlich schon eure ganzen Kommentare gelesen. Und im Tenor sagen sie, alter Krogi. Erstens ist dein Spiel. Zweitens, sammel mal die ganzen Upgrades in Michigan ein. Und das haben wir heute auch vor, dass wir da ein bisschen weiterkommen, weil Alaska, naja, ist ein bisschen schwierig. Und anscheinend habe ich fantastische LKW übersehen, fantastische Trucks. Aber die kriegen wir schon noch. Also, das bringt so nichts. Da würde ich jetzt mal sagen, Anhänger lösen. Das machen wir nämlich anders. Und wir befreien uns erstmal so. Ich habe mir aber auch den Matscheweg hier ausgesucht. Und dann mit diesem Truck. Was ist das bitte? Aber ich muss ein bisschen Geld verdienen, sonst kann ich nichts upgraden, Leute. Ich dachte, das machen wir jetzt so easy peasy. Aber wir sind gleich zu zweit. Wir haben gleich zwei Trucks am Start. Der eine kann drücken, der andere kann schieben. Ist es das gleiche, drücken und schieben? Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Kriegen wir schon hin. Ich muss erstmal rauskommen. Und viele Leute nervt es, dass ich zu viel gesungen habe, deswegen werde ich nochmal kurz singen.
Ich bin wieder auf der Straße mit meinem Truck für dich. Oh yeah. Festgefahren. Scheiße. Kacke, schon wieder richtig festgefahren. Okay, richtig kacke festgefahren. Okay, nehmen wir mal den normalen Gang. Ja, jetzt ballert der auch drüber. Guck, da ballert der richtig drüber, das kann er. Ja, über den Feld, das schaffst du. Komm. Ja, jetzt noch einen rumrödeln. Rödelei. Ja, jetzt. Oh, komm. Komm, Baby. Ey, den ganzen Tag hier wieder im Schlamm verbracht. Schön aus der Mulde gefahren. Lieferung einfach. Ist das ein geiler Sound? Ist das ein geiler Sound? Wo müssen wir genau hin? Wir schauen mal auf die Karte. Wir sind hier unterwegs. Da unten. General Motors. Die Werkstatt ist da oben. Dann würde ich jetzt einfach mal wenden, direkt zur Werkstatt fahren und dann verbünden wir uns. Dann wird mein Kollege Tennessee Tim bestimmt fertig sein. Ich frage mal ganz kurz. Tennessee Tim, Achtung, hier ist Michi Montana. Wie weit bist du mit deiner Brückenreparatur? Ja, ich muss gerade mal noch einmal zum Sägewerk hier fahren und noch ein paar Holzlatten holen. Ja, das kenne ich. Aber dann bin ich auch schon ready. Man denkt immer, eben mal so, ne? Das habe ich früher auch gedacht. Eben mal so und dann hängst du wieder mit der Scheiße. Ja, ich habe aber eben schon Stahlträger besorgt, das ging super schnell. Wirklich? Ich bin ja schon ein erfahrener Trucker, bin aber leider bislang nur auf der PlayStation hier herumgefahren und musste mich jetzt nochmal hier auf dem PC nochmal einen neuen Account machen. Aber ich bin natürlich gleich am Start und dann werde ich dir auch direkt mal sagen, wie man hier die richtige Truck-Progression macht, ja, weil wir wollen ja hier gleich die geilen Trucks haben und ich sag dir, wie das funktioniert. Das geht nämlich ganz easy. Ich freue mich richtig drauf. Vielen Dank für deinen Support, Tennessee Tim. Melde dich einfach zurück, wenn du was weißt. Ich bin ja immer erreichbar, das Funkgerät ist an. Und wir hören uns später. Alles klar, machen wir. So, ich habe mich, also wirklich, ich habe den absolut falschen Truck für das, was ich hier vorhabe. Seht ihr das? Schon wieder hier im Schlamm. Der kann ja gar nichts. Schon wieder festgefahren. Wenn gar nichts mehr, kannst du auf die Funktion Bergen zurückgreifen. Das ist enttäuschend, wie oft mir das Spiel das hier schon vorschlägt. Und ich wollte nur wenden. Pass auf, jetzt kann ich hier aber winchen, oder? Da kann ich doch bestimmt winchen. Da vorne, guck, da wünsche ich jetzt einen rein. Wende ziehen. Den Baum nehmen wir mit, komm. Komplett abgerissen? Komplett abgerissen. Das haben die oft hier, die Bäume. Vielleicht den da? Doch kann doch nicht jeder Baum abreißen hier. Das glaube ich jetzt noch nicht. Ja, richtig. Was mich übrigens sehr gefreut hat, war, ich habe ein Feedback bekommen von einem Menschen bei Instagram. Und dieser Mensch hat mir geschrieben, ey Krogi, mega geiles Let's Play, macht Spaß. Und das erinnert mich an meinen Trip in Südafrika. Da hätte sich auch jemand komplett festgefahren. Und die Engine, beziehungsweise die Schlammsimulation dieses Spiels, sei sehr realitätsnah. Das hat mich sehr gefreut. Das war ein sehr schöner Kommentar. War auch nicht so kurz, das war relativ lang. Fand ich ganz nett. Grüße gehen raus. Komm, jetzt rödel dich da durch. Das kann doch nicht sein. Ich will ein bisschen links. Komm, Zentimeter für Zentimeter. Ach, muss ich mich jetzt echt bergen? Ist es soweit? Komm, den Masten nicht. Da kann ich mich doch dran wünschen. Hinten. Hinten, Leute. Das ist Winchen. Andersrum, dahin. Genauso. Jetzt da raus. Ja, komm, da so schaffst du ja wohl. Da ist es aber wohl nicht so matschig. Komm. Wir rödeln uns hier einen ab. Wir rödeln uns hier so einen ab. So, und eigentlich müsste ich jetzt... Also muss ich mal einmal kurz nochmal auf die Karte gucken. Warum bin ich denn damals? Ich hätte da hingemusst. Da zur Farm. Versunkener Geländewagen. Versunkener Sattelzug. Na, machen wir gleich zusammen. Ich fahre den zur Werkstatt und dann
machen wir das Tag-Team-mäßig mit Tim. Und dann geht's ab. Ich habe gedacht, ich komme jetzt über diese Brücke. Doch es war nicht so leicht. Nein, nein. Ja, Bergen. Das war dumm, aber ich glaube, Bergen ist nicht so schlimm. Jetzt ist er nämlich auch in der Werkstatt. Das ist toll. Mit Bergen ist er auch in der Werkstatt. Ist das wirklich so? Scheint so. Ist ja toll. Können wir hier nicht noch irgendwas Geiles machen für den Truck? Motor? Ich habe schon den geilen Westline-Motor drin. Irgendwie die Reifen sind doch immer noch nicht so geil, oder? Jetzt mal ehrlich. Schlamm. Alles schlechte Schlammreifen. Erhöhte Federung haben wir schon mal. Tennessee Tim an Michigan Michi. Du meinst nur Michi Montana. Michi Montana. Ja, aber der hört natürlich. Sag mal, hast du denn eigentlich schon alle Wachtürme freigeschaltet? Nein, natürlich nicht. Das machen wir gleich gemeinsam. Weil das ist natürlich immer erstmal das Wichtigste, ne? Erstmal sich schön in den Pickup-Truck setzen und erstmal schön die Wachtürme freischalten. Das kann ich natürlich auch schon. Weil sonst weißt du ja gar nicht, wo die ganzen geilen Upgrades und wo die ganzen geilen Autos sind. Guck, so. Und das wäre ja fatal. Also mache ich das schon mal, ja? Kann ich schon mal machen? Also das würde ich dir empfehlen. Schnapp dir mal den Pickup-Truck und leg mal ein paar Wachtürme frei. Mhm. Und wenn du dann Autos findest, die ja irgendwo versteckt sind, dann die auf jeden Fall holen, weil die können wir dann in der Werkstatt schön verkaufen und uns davon dann einen richtig geilen Truck holen. Das ist geil. Ich sehe auch gerade, dass hier ein Fleetstar rumsteht. Den habe ich gar nicht genommen. Kann ich hier einfach grabben? Genau, den Fleetstar auf jeden Fall holen, weil den kannst du dann verkaufen. Und wenn du 93.000, glaube ich, zusammen hast, dann können wir uns in Russland erstmal schön den Azov-Truck holen. Ah, nice. Der ist richtig Hammer und der hat auch schon geile Reifen. Da musst du nämlich nicht Ewigkeiten rumsuchen nach geilen Reifen, die du noch gar nicht freigeschaltet hast, weil du im Level noch nicht so hoch bist. Dann du holst dir einfach diesen geilen Truck, der hat schon nice Reifen und damit können wir dann schon richtig geile Sachen machen, sage ich dir. Okay, das machen wir genau so. Das heißt, ich bin wieder in Alaska, weil da steht nämlich mein Pickup. Muss jetzt mal zur Werkstatt und dann geht's halt wieder rüber. Easy peasy. So, Anhängershop will ich nicht. Wie läuft's bei dir, Tim? Ohne Offroad-Reifen, das macht keinen Spaß. Kannst du nichts machen. Das ist lame, das ist nicht geil. So nämlich. Wir brauchen einen Truck, der geile Offroad-Reifen hat, der Differentialsperre hat und der auch einen geilen Allradantrieb hat. Genau und so. Das ist einfach Pflicht. So, da ist die Werkstatt. Also hier einmal rum. Anhängershop direkt vorne. Da will ich hin. Ups. Da will ich. Ja, machen wir. Alles klar, auf und auf, bis gleich. Jo. So, top Tipps von Tim hier. Deswegen, ich habe hier einen Profi an meiner Seite, der das Spiel auch schätzt. Ich bin ja einfach nur verliebt, ne? Wisst ihr, ich finde das Spiel einfach nur Hammer, weil ich diese Musik liebe, weil ich die Grafik geil finde. Und außerdem, man kann sich ja darauf so einstellen, diese Idylle des Autofahrens. Das ist einfach geil. Ich liebe ja auch meinen Sprinter, mit dem ich immer durch die Gegend eier. Von daher ist das wirklich mein Game. Aber es ist natürlich gut, dass Tim richtig weiß, was hier abgeht. Und so machen wir das jetzt. Also, zurück nach Michigan. Begib dich zur Werkstatt, sind wir drin. Dann würde ich sagen, abstellen. Ist abgestellt. Trucklager. Yes, der ist drin. Und jetzt gehe ich auf die globale Karte. Gehe nach Black River. So, muss in die Werkstatt. Wo ist meine Werkstatt? Werkstatteingang da. Mich da rein. Und eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, müsste jetzt mein Pickup auch hier zu finden sein. Ist er aber nicht. Warum nicht? Weil ich was vergessen habe, bestimmt. Nochmal zurück. So, nochmal dahin. Globale Karte. Alaska. So, Werkstatt. Ach so, ich musste den, glaube ich, noch für Transport freigeben. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Trucklager einsetzen. Verfügbare Trucks. Schnellstraße.
einsetzen. Tibeter Truck. Michi Montana hier für Tim. Ja, hallo, ich höre. Hallo, ja, ich bin hier in der Werkstatt, hab mein Pickup gerade in die Werkstatt gebracht. Wie kriege ich den nochmal nach Michigan zurück? Der ist gerade in Alaska. Du musst ihn erst abstellen. Also du musst einmal Viereck drücken, um den abzustellen und dann gehst du nach Michigan, wechselst rüber und gehst dann in Trucks. Also da ist dann so eine Übersicht, da steht Trucks und da kannst du ihn dann mit X wieder einsetzen. Okay, dann war ich nur zu schnell wahrscheinlich. Dankeschön. Ich dachte, das hätte ich getan. Ich naffel. Naffelig. Globale Karte. Schauen wir da nochmal. Michigan, jetzt ist er auf jeden Fall ja drin. Alles okay. Nochmal. Gucken wir hier nochmal in der Werkstatt. Aber es ist auch die Ruhe, die wir brauchen. Es ist die Ruhe, die wir brauchen. Ich finde das schön, dass man auch Tim so ein bisschen sehen kann gerade. Das gefällt mir gut. So, jetzt nochmal gucken. Truck Lab. Ich hab übrigens jetzt schon die Brücke gebaut. Geil. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Werkstatt und wenn ich in der Werkstatt bin, dann müssten wir eigentlich kooperativ spielen können. Top. Top, top. Okay, mein Pickup ist gerade... Ich habe so einen geilen Fail. Leute, der Bug ist ja wohl göttlich. Ich bin in der Werkstatt gewesen, habe mein Pickup eingesetzt, jetzt in Michigan. Aber direkt dort vor der Werkstatt ist noch mein Truck, den ich besitze. Und jetzt ist mein Pickup in dem Truck gespawnt. Richtig geil. Aber er fährt einfach durch. Ist ihm scheißegal. Hammer. Okay, also nächsten Wachtürme. Schauen wir mal, da haben wir einen. Ja, mein Pickup ist auch schon gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Der ist schon ziemlich... Ja, schon ziemlich amtlich, möchte ich meinen. So, wie komme ich da hin? Also es gibt auf jeden Fall einen geileren Pickup-Truck. Beziehungsweise Scout, wie das ja heißt hier bei dem Spiel. Ja. Und zwar den Scout 800. Der ist auch auf der ersten Map. Direkt im Black River, den kannst du da holen, der steht oben auf dem Berg. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, sich den zu holen. Ja, ich habe schon einen kleinen Monster-Truck hier, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Also, da wirst du staunen, wie ich den schon hier getunt habe. Welchen hast du denn? Ja, den standardmäßigen, aber ich habe schon richtig, also den Chevy, ne? Aber ich habe schon richtig... Den Chevy? Okay. Ja, aber ich habe schon richtig geil Tuning eingebaut hier bei dem. Also, richtig geil. Ja. Ja. Okay. So, jetzt fahren wir hier mal hoch. Ihr seht immer, ob ich die Handbremse angezogen habe oder nicht. Nee, ihr seht's nicht. Mein Pip ist noch genau über dem Handbremssymbol. Das ist schön, das freut mich. Was für ein... Ich möchte nicht erzählen, was gerade passiert ist. Ich mach's auch einfach nicht. Habe ich einen Platten? Guck mal, ich habe einen Platten, glaube ich. Ich habe einen Platten, so ein Scheiß. Ab in die Werkstatt. Jetzt habe ich mir gerade einen Platten gefahren, so eine Scheiße. Wollte ich gerade durchstarten? Ja, das ist das Geile an dem Spiel, ne? Einfach nur blöd drauf losheizen, belohnt dich halt überhaupt gar nicht. Im Gegenteil. Also wieder schön zurück zur Werkstatt. Sieht ja auch so scheiße nach links. Geil. Truck Service. Schön hier drauf wieder. Ich liebe den Start von der heutigen Session. Das ist richtig geil. Nur Abfuck. Super gut. Geht zur Werkstatt. So. Alles wieder heile anscheinend. Oder? Ja, sieht gut aus. Alles wieder heile. Ich fahre jetzt extra bei Dunkelheit, weil ihr habt es geschrieben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich habe ja immer gesagt, ey, bei Dunkelheit fahren macht mir keinen Bock. Ist nicht so meins. Das mochte ich noch nie bei Videospielen, nach drum eiern. Aber ihr wolltet es so und ihr kriegt es. So, nächster Versuch. Ah, das ist dumm. So, da ist wieder die Straße.
Wollen die mich verarschen? Komm, ey, habt ihr gesehen, das ist doch Verarschung. Bin ich einfach gefahren und schon ist die Kacke kaputt. So. Wie kommen wir da ganz hinten? Geht's hoch, ne? Hier so. Also alle mal löschen. Genau. Entfernen. Wir fahren dahin, dann hier so hoch. Und dann sind wir dann dort beim Wachturm. Das machen wir jetzt. Ab geht's. Tim, du meldest dich, ne, wenn was ist. Ja, ich melde mich. Ich bin auf dem Weg zur Werkstatt. Melde mich, wenn ich da bin. Geilo. So, hier ballern wir schnell durch. Gefährlicher Wasserstand. Sehr gefährlich. So. Hast du etwa keinen Schnorchel an deiner Karre? Nein, nein. Wie lange sind wir in dieser Welt unterwegs? Ich behaupte, wir sind... Ja, 4-5 Stunden spielen wir das Spiel. Und ich bin nicht viel weiter als... ich habe nicht viel mehr geschafft als das Tutorial. Das heißt, ich bin ein Genießer. Du merkst das schon. Ah, okay. Noch kein Schnorchel. Schnorchel müsstest du aber schon freigeschaltet haben. Ist auf jeden Fall ein sinnvolles Upgrade, weil... Für den Scout? Naja, also durch Pfützen fahren tut man öfter schon mal. Aber für den Scout meinst du? Sowohl für den Scout als auch für deinen Truck. Also okay. Das kann eigentlich nie schaden, ein Schnorchel. Alles klar. So, ihr habt Tim gehört, Schnorchel kann nie schaden. Das erinnert mich natürlich an diverse Mallorca-Urlaube, wo ich auch gerne geschnorchelt habe. Und auch ein Auto mag das gerne. Luft unter Wasser ist immer cool. So, jetzt geht's hier lang. Ich kann das nicht glauben, dass wir hier nicht hochkommen. Allradantrieb. Dann wird das doch wohl gehen. So, Allrad ist an und dann geht das auch schon viel leichter. Die Mucke wird immer besser. Genießt das mal, Leute. Wir sehen ihn schon, den Wachturm. Einmal jetzt noch ganz immersiv. Erster Wachturm wieder, geil. Sie läuft's mega. Mega gut. Und hast du was Geiles entdeckt? Ah, ich schau mal. Nee, das kenne ich alles schon. Alles, das kannte ich schon. Aber wir machen es gleich auf dem Weg zum nächsten Wachturm. Easy peasy. Vielleicht gibt es ja auch noch Upgrades, die wir uns auf dem Weg einsacken können. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. King of the Hill. Wo ist denn der Fleet Star? Der war doch da eben irgendwo. Den sollten wir mal mitnehmen. Serviceanhänger. Er ist halt direkt neben der Werkstatt, der Fleet Star. Da ist noch einer. Was ist das? Das ist mein GMC, okay. Kann ich den Fleet Star schon benutzen eigentlich? Ich kann den Fleet Star schon benutzen. Geil. Leerer Tank aber. Den muss ich wohl tanken. Du kannst einfach, wenn du den. Also du kannst reinwechseln in den Fleet Star. Ja. Und dann bergst du ihn einfach und portest ihn in die Werkstatt und dann ist er auch wieder voll aufgeladen. Das haben wir gemacht. Geil, Fleetster haben wir. Und den kann ich verscherben, meinst du? Genau, also das Ding ist, wir müssen mal gucken, oder beziehungsweise du musst mal gucken, dass du insgesamt auf $93.000 kommst. Okay, da machen wir ein bisschen was vor. Mit dem Verkaufswert von den ganzen Autos, die du bislang hast. Also wenn das reicht, dann kannst du dir schon einen ziemlich geilen Truck holen. Ja, ich hab... nee, reicht noch nicht. Ich habe jetzt gerade erst 4.950 und wenn ich jetzt den Fleetstar verscherbe, den stelle ich mal ab. So, geh mal in mein Trucklager.
Flitzer kann ich verkaufen für 31.000. Also den brauche ich nicht, sagst du, ja? Der kann schon mal weg, der Flitzer. Oder soll ich den... Naja, du holst dir ja deinen neuen Truck, weißt du? Schon klar. Aber soll ich erstmal den General Motors behalten oder erstmal den Flitzer? Das ist die große Frage. Also, die werden beide verkauft. Ah, verstehe. Verstehe. Du verkaufst alles, was du hast und holst dir den Azov. Okay, aber meinen Scout behalte ich, korrekt? Oder den Scout kannst du auch verkaufen gleich, aber musst du mal schauen, ob du dann schon genug Geld hast oder ob okay. du den Scout noch mitverkaufen musst. Der bringt aber auch nicht so viel, irgendwie 16.000 oder so, keine Ahnung, nicht so viel. Ah, okay. Also das macht richtig Bock heute. Tim, ist jetzt schon geil. Auch wenn wir noch nicht zusammen gespielt haben, ist schon geil, dass du da am Start bist. Super. Ich bin jetzt aber auch in der Werkstatt, also... Können wir zusammen starten, meinst du? Wir können gleich spielen, ja. Okay, gib mir Bescheid. Wo ist mein General Motors? Da bringe ich erstmal in die Werkstatt. So. Hier rum. Das sind ja tolle Tipps. Gleich eine neue Karre. Was für ein Progress wäre das? Wir können auch mal versuchen, uns zusammen den Hammer zu holen. Der ist auch ziemlich geil. Ja. Also ich würde vorschlagen, du holst dir jetzt mal schön den Azov und dann holen wir uns den Hammer. Das sind nämlich geile Fahrzeuge. Alles klar. Also Trucklager. Hier müssten noch jetzt zwei im Trucklager sein. Warum ist da nur einer? Nee, da. Fließt da. Also mein GMC kostet... gibt mir 34.600 und der Flitzer gibt mir 31.000. Das heißt, ich komme noch nicht auf die geforderten 91 oder 93, was du sagtest. Ich glaube, wir müssen erst noch ein, zwei Aufträge erledigen, Tim. Der Flitzer, der Flitzer und der GMC zusammen? Bringen 65 circa. Okay, ja. Und dann hast du, dann fehlen hier? Naja, wenn du sagst irgendwie 91 oder sowas. Wenn du deinen Chevy noch verkaufst? Okay, kann ich mal gucken. Der bringt doch nicht 20.000, oder? Na, ich glaube nicht ganz. Nee, das wird nicht reichen. Wir müssen noch eine Mission machen, es hilft nichts. Na gut. Du kannst aber den Scout 800 noch finden auf der Karte. Naja. Ah, okay. Also du kannst natürlich auch eine Mission machen, wie du möchtest. Nee, dann aber Missionen geben nicht so viel Geld tatsächlich. Dann möchte ich den lieber finden und wechsle wieder auf meinen Chevy. So, bin drin. Und guck mal, wo ich die Karre finden könnte. Was ist das eigentlich? Das ist ein Anhänger. Wir können uns aber auch mal... Lass mal treffen. Wir können uns mal treffen, ja. Ist eine gute Stelle zum Treffen? Ich glaube, ich guck mal, wie ich das mache. Ich muss erstmal in den Koop wechseln. Nee, ich glaube, ich muss... Du musst auch erstmal jetzt, glaube ich, Trucks abstellen. Ja, ne, ich muss alles abstellen, glaube ich, was ich habe. Auch den Chevy. Ja, ich glaube auch. Stelle ich mal in die Werkstatt. Wo ist es nämlich genau da? Ups, sorry, ist genau da. Also wieder zurück quasi. Genießt das, Leute. Herrlich, es ist so herrlich. Ich finde es wieder faszinierend. Diese Musik, diese Karre, der Matsch, alles da, was geil ist. Und genau so sieht es in der Natur aus. Wenig Vegetation. Ja, stimmt nicht, Vegetation ist hier okay am Start. Aber wenig Fauna. Und so ist es auch in echt. Wenn in die Karre kommt, ist da nichts mit Reh. Never. Ich glaube allerdings, du musst den Koop starten, weil wir wollen ja deinen Fortschritt weiterbringen, weil es ist ja so, dass nur der Host Fortschritte macht. Ja, absolut. Wie gesagt, ich fahre mit meinem Pickup auf zur Werkstatt, die ist hier schon sichtbar, in greifbarer Nähe sozusagen. Und dann werde ich das beginnen. Merkt ihr das, diese Feelings, die Trucker-Feelings, wenn wir uns mit Funksprüchen hier um die Ohren ballern? Und Tim, du weißt genau, was wir nach der Schicht machen, nach der Trucker-Schicht. Ab zur Raste. Natürlich, schön in eins von den Gebäuden, die meistens neben den Gaststätten stehen, die so ein bisschen so rotes Licht leuchtet. Genau die. Ja. Ab zur Erika. Genau. Die hat immer Bock. Die wartet schon auf uns. Die hat immer Bock, sag ich doch.
Und für euch natürlich wahlweise auch Eriks, wenn ihr wollt, das ist kein Problem. So, und ich drücke mal auf Bergen, weil das war wieder sehr dumm. Und schon bin ich auch in der Werkstatt. Okay, dann würde ich sagen, Werkstatt verlassen. Nein, Werkstatt nicht verlassen, das macht keinen Sinn. Wir müssen ins Hauptmenü gehen. Ja. Und dann auf Koop starten. Yes. Ah, ich bin ganz aufgeregt. Endlich zusammen. Koop starten. Spiel erstellen. Spiel erstellen wahrscheinlich, ne? Privat. Spielanzahl 2. Koop starten. So, er lädt gerade. Ich hoffe, ich habe das richtig eingestellt. Privates Match, 2 Spieler. Sollte eigentlich klappen. Kannst du mich joinen? Ja, ich schau gleich. Ja, kann ich. Boah, ist ja geil. Okay, dann werde ich jetzt erstmal die Zeit ein bisschen nach vorne bringen. Ach, das kann ich gerade nicht anscheinend. Da sind wir halt in der Nacht. Okay. Ey, diese Anhänger kann man auch verkaufen, oder? Das geht da wahrscheinlich. Ja, die kann man auch verkaufen, genau. Ja, das ist auch eine gute Idee, mach das mal. Die ganzen Dinger, die da stehen, alle verkaufen. Bei der Werkstatt. Die will mich echt genügend. Dann nehme ich jetzt mal ab in die Werkstatt wieder. Da, nein, ach Gott. Da. Ja, lass mich rein. Trucklager. Einsetzen. So. Ich kann dir irgendwie leider noch nicht joinen, komischerweise. Aber siehst du mein Spiel, oder wie? Ich sehe dein Spiel, ja, aber irgendwie funktioniert es gerade nicht. Ich guck mal. Das direkt in der Freundesliste machen mit dir. Ja, warte mal. So, ich versuch's einfach nochmal. So, die habe ich schon mal verscherbelt. Das ist gut. Ja, das sieht gut aus. Anhänger sind schon mal weg. Geil, gutes Gefühl. Oh, du hast die Werkstatt verlassen. Du bist irgendwie am Start. Du bist ja am Start, Ingo. Ich bin am Start. Spielst du hier bei Nacht oder was? Ja, muss ich ja. Ich kann das nicht mehr ändern. Nee. Ey, Nacht ist scheiße. Sag ich ja. Du musst nicht bei Nacht spielen. Du kannst die Zeit einfach vorstellen. Ja, kann ich ja sonst auch, aber jetzt geht das anscheinend nicht mehr. Ehrlich. Aber ich guck nochmal. Ach was, echt? Anscheinend. Ach, im Koop geht das nicht. Ah. Ah, guck an.
Ja, scheint so. Ich guck nochmal. Pass, aber das ist ja scheiße. Ist ja auf dem. Pass, ist bei Nacht. Ja, ich auch. Aber die Zuschauer wollen es sehen, wie wir uns failen. So, wo bist du denn jetzt? Ich bin hier bei der Werkstatt. Ah, da hinten bist du. Alter, grüß dich. Moin. Jo. Okay, ist jetzt schon. Wir sehen genau gleich aus. Wir sind Brüder, ey. Geil. Das ist richtig geil, Tim. Schön. Ja, guck dir meinen Truck an, wie geil der ist. Komm, wie hoch und so. Voll der Monster-Truck. Gelb. Komm, ist schon sexy, oder? Ja, ist schon geil, ja. Auf jeden Fall. Okay, pass auf. Ich schau mal auf die Karte. Du müsstest jetzt ja genau die gleiche Kartenansicht haben wie ich. Also theoretisch habe ich jetzt... wie viel Geld habe ich denn? Kann ich das gerade irgendwo sehen? Ne, kann ich hier nicht sehen. Müsste ich wahrscheinlich in die Werkstatt gehen. Oben bei mir am Lager, da steht noch ein Pritschenauflieger. Ich weiß aber nicht genau, weißt du noch aus dem Kopf, wo der... Hier sind auch noch Anhänger überall. Also auf dem Weg sind. Wenn ich jetzt hier was markiere, siehst du das dann auch? Mach mal. Habe ich? Nee, leider nicht. Nee, das ist ja blöd. Warte mal. Nee, leider nicht. Wo hast du was? Also siehst du meine Markierung? Guck mal, jetzt habe ich da was markiert. Oder direkt... Pass auf, ich markiere jetzt mal was... In der Nähe? Das müsste doch eigentlich kippen. Nee. Wir spielen doch kooperativ, das macht doch gar keinen Sinn. Na ja, gut. Okay. Okay, pass auf. Dann müssen wir uns anders... Ich würde mal vorschlagen, ja, dass wir den... Siehst du auf der Karte das Stadtlager? Das ja, genau. Da ganz bin links? Ja. Und da drüber ist ja noch ein Wachturm, ne? Ja, den können wir freispielen. Lass uns den mal... freispielen. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich nur jetzt raus, links der Straße folgen, der Hauptstraße, dann über die Brücke, dann rechts ab, dann in die Stadt und dann sind wir da. Easy. Machen wir so. Genau, fahr mir einfach mal hinterher. Alles klar, Mann. Oh, hier liegt auch noch, ist auch noch ein Anhänger, den können wir verkaufen auf dem Weg. Ja, genau. Auf dem Weg sind den paar. Können wir verkaufen, dann können wir hier einmal bei der Tankstelle vorbei, können wir noch eine Runde tanken mal. Ist ja auch immer gut. Aber den Anhänger brauche ich für den wohl den Truck oder kriege ich den mit meinem Scout mit? Nee, den müssen wir mit dem. Ja, müssen wir mal schauen, was du für eine Anhängerkupplung hast, beziehungsweise was an dem Ding für eine Anhängerkupplung ist. Warte mal. Aber ich nehme jetzt. Nee, ich habe hier gar nichts Geiles. Hast du was Geiles dran? Pritschenauflieger. Ja, das könnte funktionieren. Okay, dann fahren wir erstmal hin. Genau. Oh, ist das geil. Tim, das ist so schön, mit dir endlich hier rumzucruisen. Mhm. Also dann können wir uns nämlich da oben auf dem Berg, wenn ich mich recht erinnere, ist da oben der Scout 800. Ja, geil. Und den können wir uns mal noch holen, das ist eine geile Karre. Jetzt kommt noch die Mucke. Wie du hier durchglitscht, ist einfach hammergeil. Setzt auch synchron bei dir Mucke ein, kriegst du auch gerade Musik? Ja, ich höre bei mir hier gerade tatsächlich gar keinen Ingame-Sound, aber das liegt ja an mir. Hammer. Hammergeil. Ich habe hier nur dich auf Ohr. Das ist auch geil. Natürlich schrecklich für die Vorstellung, ist schrecklich, aber insgesamt natürlich geil. Man verpasst so viel Atmosphäre, so viel Tiefe mit dieser geilen Gitarrenmucke, diese geile Redneck-Music. Ich habe ja schon ein paar Stunden drin in dem Spiel. Ich weiß ja, wie geil es ist. Ja, ich hab's gesehen, ey. Du hast es ja bei Game 2 auch gefeiert. Wundervoll. Mit Trucker Donny, wundervoll. Richtig geil. Ja. Ja, ey, Trucker Donny holen wir uns beim nächsten Mal auch dazu, würde ich sagen. Schön zu dritt, durch die Gegend ballern. Ich glaube, so bis zu vier Spieler kannst du, glaube ich, spielen, ne? Ja. Sieht auch einfach geil aus, wie ich hier hinterher fahre. Vor allem deine Abgase machen so schön Schlieren an deinem Rücklicht. Ist herrlich. Ist einfach wundervoll. Tim und Cory. Super. Das ist so geil. Ich denke einfach, wir sind jetzt unterwegs und wir sind einfach zu einer Mission unterwegs. Wir wollen irgendjemanden abknallen. So fühlt sich das für mich an. Genau so. Wir wollen auf jeden Fall den... da ist ja der kleine... Ach, da bist du jetzt besser durchgekommen, muss ich sagen. Da muss ich mal kurz gucken. Allrad. Tja, Cory, was machen wir damit? Wollen wir den nochmal schnell zurückbringen? Ja, die Frage ist, kriegst du den verkaufen? Kriegst du den, kriegen wir den weg? Ich versuch's mal. Versuch's mal. Ja, das ist ja hier, das ist bare Münze. Ja, dann weg damit. Geht da ran? Nee, Wollen wir den pushen? Können wir den anschieben? Also ich schieb den an, Mann. Na, nee, das schaffen wir nicht bis zur Werkstatt. Ja, dann müssen wir mal mit dem Truck vorbei. Aber nicht jetzt, oder was?
Nee, ne? Nee, holen wir uns erstmal den Scout 800, komm. Ja. Wir sind jetzt hier gerade mit dem Pickup unterwegs. Von denen kann ich ja auch schon zwei Trucks verkaufen und einen Scout. Und ich habe ja auch schon zwei Anhänger verscherbelt. Ja, Schappen. Ja, gut. Das ist genug Kohle dann bestimmt schon. Geil. Leute, es gibt hier Progress, satten Progress. Wundervoll. Und ich sag dir, ey Kobi, wenn du das erstmal mit so einem geilen Truck dann unterwegs bist, das ist das Gefühl der Könige, ey. Das ist so geil. Oh, ich glaub's dir, mir geht jetzt schon einer ab, weil gleich, du merkst schon, der Tag beginnt, ne? Das ist auch ein schönes Gefühl gerade. Komm, wie die Sonne da oben durchscheint, oh, ist das sexy. Hast du das gesehen, zwischen den Baumwipfeln? Ja, ja. Wir sind einfach die ganze Nacht durchgefahren. Ja, und ich bin hier schön hinten reingefahren. Das ist doch einfach geil. Was ist los mit dir? Hast du einen Schaden genommen? Nee. Ich würde nur mal gerade gucken, wie man Frontlichter anmacht hier. Ja, hast du einen Xbox-Controller oder was nimmst du? Ein Playse. Playse. Ja, bei mir ist es sonst quasi links oben und B. Haben wir hier durch, Krogi, oder? Ja, easy. Wir schauen da durch den Scheiß. Das musst du mich rausholen, easy. Schaffen wir schon. Kommst du nicht durch? Oder? Ja, wir fahren durch, oder? Klar, mit Vollspeed, einer muss durchkommen, nur einer muss es schaffen. Oh. Ja, okay, komm. Okay, ja, sehr gut, okay. Was ist da passiert? Alter, was geht ab? Warte, ich wünsch dich. Winde anbringen. Ja, aber von der anderen Seite bitte. Achso, dass du auf richtig landest, ja? Ich fänd's schon geil, wenn ich dich einfach so umschmeißen würde. Alter, wie krass hast du mich einfach weggetackelt, ey. Ja, ich hab doch gesagt, mein Scout ist nicht schlecht. So. Oh, ja. Geht schon? Ja, nice. Ja, so machen das echte Ureinwohner. Amerikanische Ureinwohner machen das genauso. Ja, perfekt, Krogi, sehr gut. Ja, sehr gut. Du bist richtig geflogen. Schön auch eben tanken. Ja, mal kurz getankt. Die Mucke bei der Tankstelle ist auch immer geil. Ja, mega. Ich denke mir, stell mir richtig vor, wie dann das Kassengirl da drin sitzt und einem zulächelt. Wirklich. Vollkommen klar. Aber ich meine, muss schon sagen, also, Tim, nichts gegen deinen Pickup, aber also eine kann ja schon ein bisschen sexier. Aber dafür habe ich keinen geilen Truck, muss ich schon sagen. Alles nur gerade in diese Karre gesteckt. Aber es ändert. Das Gute ist ja, man kann das ja auch alles wieder verkaufen, ohne dabei jetzt großartig Kohle zu verlieren. Das ist das Geile daran. Ja, mega. Wie werde ich bei dir dargestellt? Ruckelt meine Karre auch ein bisschen in der Welt? Ja, ruckelt ein bisschen, aber geht klar. Genau. Also das Spiel ist flüssig tatsächlich hier bei uns. Nur du bist halt so ein bisschen, du glitschst dich da so ein ganz kleines bisschen durch, aber geht wirklich klar. Neue Missionen entdeckt. Ja, die Missionen, Krogi, wenn du da vorbeifährst, die immer schön annehmen, ne? Achso, jetzt muss ich da was machen. Dann musst du da nicht wieder hinfahren, weil sonst musst du immer wieder erstmal zum Missionspunkt hinfahren, um die anzunehmen. Und das kannst du jetzt hier unterwegs schon mal machen. Easy. Ist schon sehr sinnvoll. Ah, okay, angenommen. Sehr gut, danke. Tim, du bringst dieses Let's Play auf. Spart man sich dann den Weg. Auf ein ganz neues Level. Hier schöner See übrigens. Viele Horrorfilme wurden hier gedreht. So, fahren wir mal hier rüber. Das wird schwierig hier. Eieiei. Okay, alles klar. Neue Mission entdeckt. Annehmen. Bist du straight durchgefahren? Ja, ich bin gerade noch dabei hier. Mich durchzukämpfen. Aber du hast so Allrad an, oder? Natürlich. Ja, ist echt schwierig hier. Okay, ist das so schön. Ja, alles klar. Oh, das ist für mich schon heavy, glaube ich. Das alte Links-Rechts-Spiel, ne? Links, rechts, links, rechts. Ja, man kommt hier so peu à peu kommt man hier durch. So, hast du es jetzt schon freigeschaltet? Du hast es für mich freigeschaltet, ja. So, und jetzt guck mal auf der Karte. Ja. Ein bisschen links von uns, ja. Mhm. Und dann oben auf dem Berg. Da ist so ein kleines Auto. Das Scout 800, ja. So, und den holen wir uns jetzt. Geil, dann müssen wir nur hier dem Weg folgen, dann links und dann rechts. Also hier bei Reparatur am Flussufer, da von links vorbei und dann einfach hier diesen Wendelpfad einmal hoch. Alles klar. Kannst du doch mal Flussufer sagen?
Blues Ufer. Ja, das war geil. So, hier geht's weiter. Ihr habt euch die Scheiße. Ach, du zweites. Ja, das wird schwierig hier. Ach Quatsch, komm. Man denkt das immer nur, aber guck mal, dann fährt man da so geil durch. Und jetzt sind auch schon wieder Bäume in der Nähe. Ich bin immer beruhigt, wenn ich Bäume in der Nähe habe. Da weiß ich immer schon. Ja, das ist wirklich so. Es kann nichts mehr passieren. Guck dir das an. Gut durchgekommen. Freunde, habt ihr das gesehen? Wir warten mal auf Kollege Tim. Wir rauchen erstmal einen hier. Eine meine ich. Hier im Auto. 420! So geil. Bin da. Ja, nice. Ich freue mich schon richtig, wenn wir uns gegenseitig aus der Scheiße ziehen. Ja, wenn wir uns gleich den Hammer holen wollen in Alaska, dann da hast du aber gut was versenkt hier. Ui. Ja. Dann müssen wir uns auf jeden Fall gut aus der Patsche helfen. Zwar hier rechts, ne? Ja. Ja, schaut mal schon. Da gibt's eine neue Mission für mich, die nehme ich mit. So. Angenommen. Reparatur am Flussufer. Geil. Weiter geht's. Hier wird's sehr schlammig. Oh ja, das ist für die... Oh, Tim, das ist schlammig hier. Da kannst du... Ja, komme. Am besten ein bisschen weiter außen fahren. Da geht's aber... Immer schön auf der Grasnarbe grinden. Schön am Upgrinden, wie Tony Hawk das machen würde. Richtig geil. Also mache ich das auf jeden Fall immer. So, immer so ein Rad auf der Grasnarbe. Oh. Fährst du auch manchmal in First-Person-Ansicht für mehr Immersion? Ja, manchmal schon, ja. Na, ich mach das mal, ist einfach geil. Das ist einfach so ein echtes, so ein richtiges Feeling. Guck mal. Boah, dann merkt man jetzt, wie steil das ist. Boah. Guck mal, da rafft man einfach gar nichts. Das ist die Gefahr. Die Gefahr ist greifbar. An jeder... Oh, guck mal, jetzt kann ich nicht sehen. Sehr gut. Wo ist Tim? Umdrehen? Ist vor mir, ne? Oder? Nee. Bin hier hinten. Okay, Tim, ich brauch dich unbedingt. Ich stürze hier halb ab. Ich bin hier fast ab... Ich bin umgekippt. Achtung, Tim, Alarm! Ja, ich komme. Ich werde nichts bewegen. Ich bin sonst abgestürzt. Ich werde sonst abstürzen. Ich brauche deinen Support. Oh, ist das die Bremse? Okay, Handbremse rein. Alter, ist das bremslich. Brenzlich. Seht, wie knapp das ist gleich. Ihr müsst euch gleich für Ritte freuen. Geil, wie du da hinten rumrödelst. Das sieht wundervoll aus. Ah. Jetzt muss ich auch noch mal ein bisschen manövrieren. Ach, herrlich. Engstem Raum. So. Okay. Okay, alles klar, ja. Naja, jetzt musst du aufpassen, sonst kickst du mich gleich runter. Ja, easy, warte. So, ich winde dich. Oh ja, das ist gut. Winde mich so. Ah, oh, ja, geil. Oh, warte mal. Was ist denn hier los? Wieso? Warte, ich halte mich auch mal fest mit der Winde. Wir winden mal beide. Und zwar. Ja, den da. Hängst du fest, was? So, jetzt ja, aber. Warte mal, ich versuche mal von vorne dich ein bisschen zu ziehen. Ja, und jetzt einfach hintere Winde und an meinen Rad da hinten ran. Wie kann ich mich denn nicht anwinden hier? Mach mal deine Handbremse an, Alter. Pass auf, ich helfe mit, das wird schon gehen. Vielleicht bist du an mir ja schon dran. Nee. Kannst du dich an mich dran machen? Ja. Warte. Kann ich mal Winde da? Jo, ist dran. Ah, guck, warte. Leider. Yes! Winde gelöst. Geil. Gut. Geil. Top Team. Yeah! Oh nein. Oh, warte. Warte. Nein! Scheiße, nein, Tommy! Nein! Warte! Oh, warte! Warte, ich komme! Ja. War das fast dumm. Gott, das ist.
Der größte Fail aller Zeiten. Einfach das... Oh, warte. Nee, bleib oben, bleib oben, bleib oben, bleib oben. Ich bin wieder auf der Straße. Bleib oben. Geil. Hat sich automatisch geregelt. Ich komm zu dir. Bleib oben. Okay. Ich komm zu dir. Alles gut. Ich hatte Benzin, alles easy. Oh, Glück im Mund. Das war natürlich geil jetzt für die Dramaturgie. Dass ich jetzt wieder bei allen Rädern bin, Hammer. Das kannst du nicht ausdenken. Beste Let's Play aller Zeiten, wenn die Leute jetzt im Chat schreiben, weil sie natürlich recht haben. Oh, war das brenzlig. Meine Zeit. Diese Spannung. Mein Truck ist auch schon gut im Arsch, ey, von der Aktion eben in dem Wasserloch da. Ja, hast du Schaden genommen? Ja, sieht auch ein bisschen zerfickt aus. Du meinst wie heute Abend Erika? Ja, die ist das doch gewöhnt. Ja, gut. Soll ich hier hinten reinfahren? Nein! Okay. Das kannst du mit Erika dann machen. Oh Gott, lass es aufhören, immer so eine... Wahlweise gehen auch Erika. Ja, das ist Trucker Talk. Das ist Trucker Talk, das ist wirklich so. Wir spielen ja hier eine Rolle. Das ist alles fiktiv. Hashtag 420. Hat er nicht gesagt, hat er nicht gesagt. So, jetzt kann aber nichts mehr passieren. Jetzt kommen wir hier oben hoch. Und da wartet denn schon der Scout 800 auf uns, ey. Geil. Okay, ah, da sehe ich ihn schon. Aber es ist eine geile Route gewesen, jetzt mal wirklich. Ja, die war schon auch optisch schön, ne? Voll. Nehme ich gern so eine Strecke. Nehme ich gern kaufen. Dieses Haus, wie creepy ist das bitte? Da, wo die... Da. Schau ihn dir an. Wo die McDronnies wohnen. Ja, der ist natürlich richtig sexy. Da kann ich einen richtig schönen Gravedigger-Truck draus machen, ey. Neuen Truck entdeckt. Steht zum Kauf zur Verfügung. Geil. Okay. Dann würde ich muss ich ihn jetzt zurückbringen? Nee, ne? Jetzt wechsel doch mal kurz, bring ihn doch mal kurz in die Werkstatt. Wechsel ihn mal kurz rein, bergen und dann wieder zurück in den Shop. Ja, das ist gut. Also Scott 800. Sind wir drin. Oh, der ist ja sweet. Warte, ich fahre eben kurz den Abhang runter, ne? Ich will ja eh bergen. Eben kurz den Abhang runter. Warte, hier so. Ja, da so. Und jetzt. Ja. Und, komm. Oh. Komm, man schafft den noch nicht mal. Alle doch schafft abgesoffen. Ah, komm. Warte. Ja, warte. Wie das aussieht. Ja, Winde ziehen. Zieh mal an der Winde. Ja, sehr gut. Rückwärtsgang, Mann. Mithelfen. Scheiße. Hat er kein 4x4? Doch, hat er. Mithelfen jetzt. Scheiße, sagt er schnell. So, jetzt raus aus dem Loch. Komm schon. Oh. Okay, ich bringe ihn zur Werkstatt. Das hat sich gebracht. Ich berge dir jetzt, komm, scheiß drauf. Bergen. Ist in der Werkstatt, ich komme jetzt wieder zu dir. Globale Karte. So, und Chevy. Jo, bin wieder da. So, naja, jetzt können wir ja eigentlich mal... Naja, wir können jetzt eigentlich auch zur Werkstatt vom Ding her, weil... Jetzt können wir alles verkaufen, ne? Wir wollen ja alles verkaufen, ja. Komm, machen wir. Alles klar. So. Jetzt mache ich mal meine Funkerstimme aus, denn wir sind ja direkt nebeneinander in der Werkstatt und können uns jetzt ja normal unterhalten. Ich habe... pass auf, den erstmal abstellen. Würdest du mir... Also mein Chevy ist schon geil. Ich weiß nicht, ob ich mich von dem trennen kann. Der Scout 800 sieht geiler aus, tatsächlich. Ist wahrscheinlich total egal, welchen ich von den beiden verhöker, weil man kann ja alles wieder neu kaufen, richtig? Also ich würde auf jeden Fall den... Also kommt natürlich darauf an, wie viel Geld du jetzt hast, aber wenn du dich entscheiden könntest, also ich würde auf jeden Fall den Scout 800 behalten, wenn es geht. Ah ja, okay, ja klar geht das. Dann mache ich das so. Verkaufen wir den Chevy. Obwohl du natürlich den Chevy schon so geil aufgetunt hast. Ja. Chevy ist schon sexy. Ach komm, scheiße, ich behalte den Chevy. Scheiß drauf, ich kann mich nicht trennen vom Chevy. Ja. Stell den Scout ab, geh in mein Trucklager, verkaufe jetzt den Scout, verkaufe jetzt den GMC, verkaufe jetzt den Fleetstar und habe sage und schreibe 94.450. Das müsste ja reichen, ganz knapp, richtig? Ja, sollte, glaube ich, reichen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Okay, das heißt, ich gehe in den Truckshop. Welchen wolltest du mir verkaufen?
Also, wir müssen jetzt erstmal, weil du kannst den hier in Michigan nicht kaufen, wir müssen jetzt erstmal nach Taimir gehen, nach Russland. Okay, also... Das heißt, wir gehen in die Werkstatt, also wir bergen, dann stellen wir den ab. Ja. Dann gehen wir nach Taimir, setzt wieder ein. Pass auf. Du kannst keine Region im Meerspiel muss ändern. Das musst du wahrscheinlich machen. Ja. Aber ich... Also nach Taimir, ja? Okay. Genau, wir müssen nur in die Werkstatt, um den Heimer zu kaufen. Warum kannst du... Du kannst keine Region im Mehrspielermodus ändern. Wie, das macht doch gar keinen Sinn. Hey, wir waren doch eben auch... Waren wir nicht eben auch in Alaska? Ja, da musst du nochmal raus. Dann machen wir... Hä? Ich kann das auch nicht. Annehmen? Ach so, echt, ja? Okay. Na gut, dann musst du das kurz... Also, pass auf, dann... Ich geh jetzt nach Taimir. Ja, du bist ja noch drin in der Leitung. Ich habe gerade Sorge, wir sind getrennt. Ich gehe jetzt zurück zum Hauptmenü. So. Gehe wieder ins Spiel rein. Und werde dann nach Taimir gehen. Dann musst du mir sagen, was ich tue. Aber wir haben ja die Funkverbindung. Warte, wir haben ja die Funkverbindung. Session beendet, okay. Jetzt, dann... Ich spiele doch jetzt wahrscheinlich genau da weiter, wo ich eben war, oder? Sonst würde doch diese ganze Kooperative überhaupt keinen Sinn ergeben. Gehe ich jetzt mal von aus. Na, okay, jetzt hast du natürlich den Scout 800 aber nicht. Doch, ich habe mein Geld aber noch behalten. Alles gut. Ja? Ja, alles genauso. Okay, geil. Wie es sein soll. Ja, genau, alles so wie es sein soll. Und jetzt gehe ich mal nach globale Karte da. Nach Taimir. Bin in Taimir, gehe in die Werkstatt. Und er lädt. Ja, scheint zu klappen, Tim. Geil. Genau, also das Geld wird anscheinend mitgenommen. Und alles ist vom Progress anscheinend genauso, wie man sich das vorstellt. Jetzt bin ich im Truck Shop. Jetzt soll ich mir den Azov holen, ja? Genau, du holst jetzt den... Warte, ich sag's dir gleich. Eine lächerlich dumme Sache... Okay, sag mal erst, was passiert. Ja. Es gibt da zwei. Es gibt einmal den... Alaska, oder wie heißt der? Oder irgendwie... Der erste Azov heißt 64131. Also 64131. Offroad. Azov. Warte mal, ich muss selber... Genau, 64131, genau, den musst du dir holen. Okay. 84.800. Jetzt ist es so, mir fehlen $350. Soll ich jetzt erstmal meinen Scout verscherbeln? Steht da zufällig noch irgendwo ein Anhänger rum? Ich guck mal. Na gut, ich habe ja eh keinen Truck gerade. Ich habe ja nur meinen Scout, den ich auswählen kann. Na gut, ich guck mal. Trucklager einsetzen. So. Ja, sonst verkauft ihn mal kurz, den Scout, und müssen wir es eben so machen. Also ist ja irgendwas, was ich reinschieben kann. Ich guck mal kurz mich hier um. Hier wird bestimmt ein Anhänger sein. Kann mal auf die Map schauen. Na, ich glaube, hier ist keiner. Ich sehe hier keinen auf jeden Fall. Anhänger-Shop ist hier nur. Shish. Ja, alles klar. Ciao Scout, ciao mein Super Scout, den ich eben nicht verkaufen wollte, weil er sogar getuned ist. Aber so ist es im Leben. Die Angebote kommen und gehen. Den können wir aber sonst gleich dann auch wieder zurückkaufen. Ja, easy. Wenn wir so einen geilen Truck haben, dann geht's bestimmt ab. Ich fühle mich schon fast so wie so ein Cheater mit dir. Aber ist okay. So, abstellen. Ah, ich hab's schon wieder falsch gemacht. Jetzt muss ich wieder rum. Sag mir Tim nicht. Scheiße, Funkgerät ist nur an. Alles gut, meine ich. Alles supi. So, Handbremse an, begib dich zur Werkstatt. Den wollen wir jetzt abstellen, ist abgestellt. Truck Stop. Shop. Alle. Wo ist denn meiner? Trucklager, da muss ich hin. So, verkaufen. Jo, verkauf den mal. Relativ viel gebracht, Tim. 18.000, das ist nicht schlecht. Der war halt schon geil. Truck Shop. Azov, jetzt kann ich ihn kaufen. Ist gekauft. Kaufen und einsetzen. So, jetzt erst wieder abstellen, weil ich komme nämlich jetzt zurück. Werkstatt verlassen. Nach Michigan. Genau, abstellen, ne? Und dann können wir in Koop, ja. Ja. Michigan. Werkstatt. Slater wieder kurz, dann werde ich den einsetzen und dann werde ich den kooperativen Modus wieder starten und da haben wir... Nee, du musst den abstellen, um dann den kooperativen Modus starten, nicht einsetzen. Ja, schon gerafft. Warte.
nicht raus. Warte kurz. Ich weiß auch schon, was wir als nächstes machen. Ja? Naja, wir gehen gleich nach Alaska. Das wird geil. Bock drauf. So. Jetzt haben wir's. Also, zum Hauptmenü. Kannst du denn das kooperative Spiel Alaska starten? Ach so, warte mal, da müsste ich ja erst nach Alaska gehen, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob man das einstellen kann, wenn du das Spiel aufmachst. Warte mal kurz. Ich geh noch mal einmal kurz rein und starte direkt in Alaska, weil das geht, glaube ich, nicht. So, raus. Karte, Alaska. Bin ich in Alaska. Ja, wir wollen auch Schnee, Tim. Ich will die Schneeumgebung. So, ja. Jetzt gehe ich raus. Es ist noch nicht abgestellt, so wie es muss. Und gehe in den kooperativen Modus. Spiel erstellen. Privat. Spielerzahl 2. Und es lädt. Du wirst gleich die Möglichkeit haben zu joinen, denke ich. Ja. Trucklager. Ich setze ihn jetzt ein, mein Azov. Jetzt, Leute. Zieht euch das mal rein, was für ein geiles Ding. Das müsst ihr erstmal ein bisschen feiern. Leistungsgewicht A-, Widerstandsfähigkeit A, Spritverbrauch B+, Tankvolumen 350 Liter, alles ist geil. Ich habe schon Geländereifen drauf. Differentialsperre ist immer an, Allradantrieb ist immer an. Vibro Seismic ist kompatibel. Aufgrund seines ungewöhnlichen Aufbaus stellt dieser Truck eine echte Besonderheit dar. Mit seinem leistungsstarken, wenn auch etwas kniffligen Motor und der 8x8-Konfiguration wird er als vielseitiger, einsetzbarer Offroad-Truck beworben. Ist für diese Klasse allerdings ziemlich schwer. Ideal geeignet für Schwertransporte, verlangt allerdings auch nach einer sicheren Hand. Und die haben wir. Geil. Freue mich drauf. Was du jetzt noch brauchst, Kogi, wenn du gerade in der Werkstatt bist, ja? Ist auf jeden Fall eine Anhängerkupplung. Ah, okay. Individualisieren. Und Schnorchel ist hier Stani. Kann ich den schon auswählen? Schiffchen. Wenn man Schnorchel anbauen, ist es wichtig? Schnorchel immer gut. Schnorchel immer gut. Okay, Schnorchel ist gekauft. Rahmenzusätze, da ist das wahrscheinlich, ne? Nee. Vibro-seismisches Modul ist gratis. Ist jetzt drinne. Sattelkupplung. Nee, Sattelkupplung willst du nicht. Willst du eine Sattelkupplung oder was brauche ich? Nee, da ist irgendwas. Da gibt's doch welche, die sind gratis, ne? Da steht irgendwie tief und hoch oder irgendwie sowas? Ja, Sattelkupplung hoch und Sattelkupplung niedrig, genau. Genau, Sattelkupplung, mach mal Sattelkupplung hoch. Ja. Ist drauf. Glaube ich zumindest, dass das die richtige ist. Soll ich noch die kannst du schon mal dran machen. Soll ich noch einen Kran mitnehmen? Geld dafür hätte ich. Beziehungsweise, du kannst ja auch einen Pritschenauflieger kaufen, wenn du genug Geld hast. Habe ich, ja. Besser als ein Kran? Genau, dann hol dir doch einen Pritschenauflieger, weil dann musst du keine Anhänger mitnehmen, sondern kannst die Ware auch selber transportieren. Ja, müssen wir mal gucken, was dann mehr Sinn macht. Also, Pritschenaufbau oder Pritschenwagen. Pritschenaufbau ist teurer, da fällt wahrscheinlich auch nicht so schnell was raus. Und den Kran brauche ich ganz sicher nicht, weil der Kran ist teurer und den könnte ich mir leisten. Also wenn du den Kran anbaust, dann hast du keinen. Dann kannst du zwar trotzdem noch einen Pritschenauflieger ranbauen, aber dann hast du keine Anhängerkupplung mehr. Nee, genau andersrum anscheinend. Entschuldige dich zu korrigieren, aber anscheinend kann ich den Kran anlegen und eine Sattelkupplung, aber kein Pritschenaufbau. Also genau andersrum. Ja, es gibt einen kleinen Kran und es gibt einen großen Kran. Den kleinen Kran kannst du zusätzlich noch zu einem Pritschenauflieger anbauen. Und der große Kran, der nicht. Genau, den Schwerkran kann ich gar nicht kaufen. Aber diesen Auslegerkran kann ich. Also ich kaufe den einfach mal. Er ist ja eh schon freigeschaltet. So. Und dann... Ja, hast vollkommen recht. Sehr gut, Tim.
Dann widerspreche ich dir da. Da mache ich Kran und Pritsche, ja? Ja, also den Kran brauchen wir erstmal nicht, aber kannst du natürlich machen. Sieht geil aus. So. Was gibt's hier noch Geiles? Standardwände, kann ich eh nichts machen. Ersatzrad ist dabei. Reifen. Da kriege ich auch keine geileren hin. Stanni, Getriebe, alles Stanni, Motor. Na gut. Visuelles. Ja, ich versuche schon wieder die ganze Zeit hier zu joinen. Irgendwie momentan geht's jetzt gerade wieder nicht. Haben wir eben was Besonderes? Weil ich in der Werkstatt bin vielleicht noch? Das war eben, glaube ich, auch so. Kann das sein? Weiß ich nicht. Ich habe eben mein Spiel nochmal neu gestartet, dann ging es irgendwie wieder, aber... Okay. Ich kaufe gerade noch so geilen Scheiß. Draußen. Boah, sieht das geil aus, ey. Ein richtiges Monstrum, was wir hier haben. Richtiges Monster. Oh, der fährt sich aber flott. Geile Lenkung auch. Oh, yeah. Okay, du hast nicht zu viel versprochen, Tim. Das ist ein richtiges Monster, der Azov. Wir gucken uns das Ganze mal von innen an, während du probierst, dem Spiel zu joinen. Also, jetzt gucken wir mal hier rein. Die Anzeigen, das ist so schön. Das sieht so geil aus. 350 Liter. Füllvolumen. So viele Knöpfe. Wie ist denn die Hupe? Oh, die ist auch schon. Die ist richtig nervtötend. Die Spiegel. Spiegeleinsicht ist okay. Hier. Ja, ist okay. Gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. So, was haben wir denn hier jetzt alles noch in der Auslage? Ich verkaufe schon mal die Anhänger, die ich finde, ne? Ja. Gut. Das machen wir schon mal. Wobei, du brauchst jetzt eigentlich, also, ja gut, du willst ja deinen Scout wieder zurückkaufen, ne? Ja, die Frage ist, ob ich den jetzt gerade brauche oder ob du scoutest. Ja, wir können uns sonst gleich einen geileren Scout holen. Wenn wir jetzt in Alaska sind, dann bist du jetzt schon in Alaska. Ja. Genau, dann guck doch mal, wenn du aus der Werkstatt rausfährst und rechts hochfährst, da kommst du dann an so eine Pipeline. Und bei der Pipeline kriegst du einen Auftrag, den Pipeline-Ausbau. Das würde ich jetzt als erstes mal machen. Okay. Pipeline-Ausbau mache ich. Also mein Pritschenaufbau gibt auf jeden Fall Probleme, wenn ich einen Anhänger ankuppeln will. Das ist natürlich auch richtig dumm, aber okay. Genau das meinte ich. Wenn du jetzt den Kran und den Pritschenauflieger hast, dann kannst du keinen Anhänger mehr ankuppeln. Hammer. Na gut, vielleicht ist das aber auch gerade nicht so schlimm. Dann werde ich mal diese Mission schon mal starten. Wie hast du sie genannt? Pipeline-Ausbau. Wenn ich rausfahre, dann links, ne? Was sagst du? Rechts hoch. Rechts hoch. Wenn du aus der Werkstatt rauskommst, rechts hoch. Werkzeug. Die Straße nach oben. Okay, da fahre ich jetzt mal hin, weil das habe ich noch nichts erkundet. Also hier quasi. Okay. Kommst du rein, Tim, eigentlich? Oder jetzt? Nee, momentan noch nicht, nee. Sonst muss ich auch mal neu starten. Machst du gerade einen Neustart oder wie gehst du vor? Ich habe schon ein paar Mal neu gestartet, aber irgendwie funktioniert es nicht mehr. Kannst du mich irgendwie einladen oder so? Nee, ne? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich kann aber gleich... Pass auf, ich fahre jetzt mal da einmal hin, würde ich sagen. Warte mal, auf der Funktion, kann ich da irgendwas machen? Nee, noch nicht. Ich fahre mal einen Meter hier raus. Dann würde ich sonst einfach sagen... Oh, der geht aber hier durch die Butter. Tim, das ist schon geil. Mhm. Oh, das ist aber ein ganz neues Feeling.
Da muss ich ein bisschen schmunzeln, muss ich sagen. Das ist geil, ne? Ja, das ballert ja nur durch den Schnee und so. Das ist ja scheißegal. Und Differentialsperre macht ja wohl sowas von Unterschied. Ich nehme eben die Mission an. Pipeline-Bau. Fracht entladen. Was wollen die denn? Lieferung. Schiebeplan auf Liga. Okay, den habe ich natürlich nicht. Okay, es bringt mir also gar nichts. Okay, dann gehe ich nochmal raus. Zum Hauptmenü. Und dann probieren wir es gleich nochmal erneut. Ich brauche ein bisschen Nebel natürlich. Kommt jetzt auch so. Kann sein, dass du vorher den Truck wieder abstellen musst. Ganz sicher. Ah, jetzt bin ich raus. Du hast keinen abgestellten Truck. Möchtest du wirklich zum Multiplayer wechseln? Was heißt denn das? Kann ich trotzdem starten? Oder ist der Truck dann einfach nicht mehr... Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, ich möchte das mal machen. Spiel erstellen. Was passiert denn jetzt? Privat? Zwei Leute. Die Frage ist, was passiert jetzt? Ich hatte ihn nicht abgestellt. Ich kann ja trotzdem starten. Das macht ja keinen Sinn. Das Spiel würde ja das nicht erlauben, wenn ich jetzt gar nichts machen könnte, oder? Na, wir werden sehen. Ich hab's noch nicht probiert. Ja. Gucken wir mal. Globale Karte. Nö, ich bin im Truck. Alles gut. Okay, dann versuch mal reinzukommen. Ich lass mich mal wieder zur Werkstatt bringen. Und individualisiere das Ganze, indem ich nämlich jetzt meinen Kran wegnehme. Der bringt mir jetzt natürlich gar nichts. Abmontieren. Okay, vielleicht so. Schiebeplan auf Liga. Einmal kurz testen, ob ich jetzt einen Anhänger ankoppeln kann. Also ich bin wieder am Spiel, Tim. Ansonsten muss ich auch eigentlich mal neu starten, wenn das gar nicht hinhaut. Werde ich denn... Ja, versuch nochmal. Wird denn meine Session angezeigt bei dir überhaupt? Ja, wird sie angezeigt. Also angezeigt wird sie. Okay. Schon mal halbe Miete. Okay, so geht's. Anhänger ankoppeln. Aber ist das der richtige Anhänger? Das ist die große Frage. Das ist ein Tiefladeanhänger. Ich brauche aber einen Schiebeplanen Auflieger. Folglich kann das doch nicht der richtige sein. Lieferung an Farm, Schiebeplan auf Liga. Heieiei. So, da schafft er wohl hier rum. Knapp. Knappes Kistchen. Die Tanne muss halb dran glauben, aber ist schon okay. Anhängershop. So. Anhängershop. Tiefladeanhänger. Verkaufen. Ich brauche einen Schiebe. Wo habt ihr den auch? Wartungsservice, Schwanhals, Schwerlast. So, jetzt muss ich mal die Mission angucken. Zement. Hat er die Mission wieder nicht genommen? Black River. So was ganz anderes gerade. Ach so, es ist was ganz anderes. Eieiei. So dumm. Tim, ich brauche deinen Support. Es hilft hier alles nichts.
Soll ich mal neu starten? Ja. Wollen wir das noch machen? Ich weiß nicht, ob ich neu starten muss die ganze Zeit. Also ich habe schon ein paar Mal neu gestartet, aber vielleicht musst du auch mal neu starten. Ich habe tatsächlich beim Internet geguckt nebenbei, da sagen auch alle irgendwie... Manchmal geht's, manchmal nicht, ja? Dass Neustarten das Einzige ist, was hilft irgendwie, ja. Okay. Aber ich versuch's noch einmal hier schnell. Ja, okay, probier du mal. Dann werden wir nochmal kurz gucken. Nee. Tut sich nichts, okay. Ja, dann gehe ich auch mal kurz raus. Mal neu. Easy. Spiel verlassen. So. Und gehe hier einmal ins Vollbild rein für alle. Hallo, schön euch zu sehen. So, ich gebe noch eine Portion Nebel. Das ist immer richtig schick. Guck mal, da kommt es wieder hinten hoch. Da kommt das wieder alles hoch. Der ganze Nebel, die ganze Suppe. Extra für euch. So, Epic Lader ist hier. Und das Spiel ist in meiner Bibliothek natürlich. Kann ich jetzt auf Tim drücken? Und nee, kann ich nicht. Okay, es scheint im Spiel gemacht zu werden. Das habe ich auch schon gesehen. Anscheinend gibt es beim Epic Launcher kein Join Game oder so. Ich habe es zumindest nicht gefunden. Es wäre so einfach. Nee. Also gut, ich starte jetzt neu. Starte du am besten auch nochmal neu und dann gucken wir mal. Cool, dass es erstmal geklappt hat. Schade, dass jetzt nicht. Muss ich vielleicht in Alaska einen gewissen Fortschritt schon haben? Kann das sein? Aber es macht auch keinen Sinn, ne? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen buggy noch. Ja. Okay. Dann haben wir hier... So. So. Ja, liebe Leute, es geht ja noch weiter auf jeden Fall. Es ist ganz spannend gerade, wie wir das hier gelöst bekommen, aber wir werden es schaffen, davon bin ich überzeugt. So. Jetzt müssten wir eigentlich das hinkriegen. Tim, ich probier's mal aus. Mhm. Koop starten. So. Du hast keinen abgestellten Truck. Das werde ich jetzt nochmal ändern. Ja, das ist schon ein bisschen umständlich alles, ne? Ja, voll. Aber der Spaß ist auf jeden Fall da. Ich werde den Truck nochmal abstellen, weil ich glaube, dass das dürfte Sinn machen, den eben abzustellen. Denn vielleicht ist das natürlich auch so ein Problem, was das Spiel dann gar nicht rafft, wenn hier nichts ist. Ich möchte nichts kaufen. Ich möchte auf die Map. Und hier habe ich doch meinen Azov. Berge den geborgen. Jetzt bin ich auch Pro. Jetzt ist er abgestellt. Gehe wieder raus. Ihr habt davon nichts gesehen, merke ich gerade. Es ist aber kein Problem. Ich drücke auf diesen Knopf und ihr kriegt alles mit. Gehe dann wieder zum Hauptmenü. Und dann starte ich den Kooperationsmodus. Ist ja toll, dass das alle so mitbekommen, wie hässlich das ist. Ich freue mich auch schon auf Mods. Hier gibt es ja diesen Reiter Mods beim PC. Spannend, was da demnächst noch passiert. Spiel erstellen. Also, privat nehme ich an, ist immer noch richtig. Und Spielerzahl 2 sollte ja passen. Theoretisch kann ich ihn auf 4 lassen, ist ja egal, weil ich habe keine anderen Leute, die jetzt joinen werden. Dürfte ja eigentlich kein Problem geben. So, ich mache das mir jetzt auf 4, vielleicht hat er eben gedacht, das wäre voll. Wer weiß das? Wer weiß das schon, Tim? Das weiß ja keiner. Ja, wer weiß es. Ja, weil, hinterher fragt man sich immer, woran hat's gelegen? So, Trucklager, ich bin wieder drinne. Setze meinen Azov ein und verlasse die Werkstatt. Bin jetzt auf der Map und jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Wird mein Trucker-Buddy Tim es schaffen zu joinen? Michi Montana an Tennessee Tim. Hörst du? Ja, bei mir steht Verbindung verloren. Verbindung wurde unterbrochen. Online-Inhalte sind nicht verfügbar. Okay.
Aber warte, das hat eben trotzdem funktioniert. Fantastisch. Ja, du bist ins Spiel gekommen. Hey, 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 hier steht, du bist drin. Geil, ey. Das wär geil. Nur entgeilst. So. Zack. Ja, jetzt mal schön hoinki hoinki machen. Da ist er. Da ist er, Lichter. Ja, dein Truck ist einfach nur Sex pur, ey. Ja, das Ding ist nur Hammer. Mega geil. Oh yeah. So. Gut, dann lass los, uns die, komm mit. Lass uns die Mission machen. Ich folge dir. So, rechts raus. So, Handbremse ist gelöst, Freunde, keine Sorge. Klar bin ich jetzt ein bisschen langsamer als Tim mit seinem Scout, aber die Masse macht's, ne? Die Masse macht das Vergnügen. Ja, du musst aufpassen, Krogi, weil die Straßen sind vereist hier, ne? Ja, ist sieht Arsch. Schön aus wie arschglatt. Das sieht so schön aus, wie die deine Scheinwerfer sich im Eis spiegeln. Hammer. Ja, es ist. Also grafisch ist das obergeil, das Spiel. Und ich weiß auch nicht genau, was den Reiz ausmacht, aber das Spiel macht einfach wirklich richtig Bock. Ja. Pass auf, hier kommt tiefer Matsch. Oh ja, da ist wahrscheinlich mit dem Asaf hier nicht so viel. Obwohl, zu dir ist das scheißegal, weil du hast eh den geilsten Truck. Also ich probier's aber mal. Aber ich habe hier vielleicht schon mal ein bisschen Probleme. Ja, okay, mir ist das wirklich kackegal. Okay, mir ist das Piss egal. Oh, geil. Ey, wünsch dich fest bei mir, wenn du willst. Ja, ich hab's auch. Bin auch durch. Ich hab mir neue Reifen gekauft. So. Nur geil. So. Da oben ist eine Mission. Genau, rechts, jetzt da, wo diese Pipeline ist, da musst du mal die Mission annehmen. Ja. So. Ich glaube, die habe ich eben schon angenommen. Jetzt ist hier Frachtverladung. Fracht entladen. Ich habe aber nichts natürlich. Achso, die hast du schon angenommen. Ja, ja, okay. Anscheinend eben aus Versehen. Ich brauche für den Pipeline-Bau Zeugs. Genau. Da musst du, glaube ich, zum Logistikzentrum, richtig? Warte. Erstmal gucken. Aufgaben. Wie heißt denn diese dumme Aufgabe? Aufträge. Ist das eine GR? Ist das eine Blackbird? Das ist eine Blackbird, ne? Mhm. Pipeline-Bau, Blackbird, ja. So, wir brauchen Ersatzteile. Wir haben einen dringenden Auftrag für dich. Eine hiesige Ölfirma baut eine Pipeline und hat gerade ein Subunternehmen engagiert. Liefere schnell alles, was sie brauchen. Schiebeplan auf Liga. Verfolgung starten. Nein, Ersatzteile. Ersatzteile nur von zwei. Wo geht's hin? Hier, im Logistikzentrum. Hast du sehr gut gemerkt? Ja. Ist einfach nur die Straße runter, wie ich sehe. Und dann auf der linken Seite. Genau. Okay. Dann geht's genau dahin. So. Handbremse wieder lösen, Freunde. Wie viele Ersatzteile musst du zwei. Holen? Zwei. Ah, okay, zwei. Das ist ja easy. Die passen easy drauf. Aber man fühlt sich trotzdem gut, wenn man so einen Scout vor einen hat in Alaska. Das ist auch nicht, falsch. Weißt du, dass die Wetterbedingungen sind nicht die besten. Ich meine, wir haben heute wenigstens Sonnenschein. Das freut mich sehr. Aber insgesamt kann man das hier schon im Team besser lösen. Die Ice Trucker sind unterwegs. Ice Road Trucking. Tim und Michi. Ja, Alaska sieht auch wirklich schön aus. Ja, ich liebe das. Diese Kälte, man friert wirklich die ganze Zeit. Aber was mich zum Beispiel wundert ist, also dafür, dass das Spiel SnowRunner heißt, gibt es da tatsächlich nur eine Karte mit Schnee, ne? Also ja. Bislang zumindest. Das wundert mich auch total. Aber die ist auch geil. Es ist schon geil. Dieser Asaf ist einfach, das, was für ein Truck, Tim. Du hast dich zu viel versprochen. Man fühlt sich einfach unbesiegbar. Wie der König der Trucks. Ja, das ist auch wirklich einfach ein hammergeiler Truck. Alter Schwede, ey. Vor allem Differentialsperre immer an. Wie geil ist das? Allrad immer an. Na klar. Weil das ist fürs Gelände gemacht, Freunde. Das ist nicht für die Autobahn. Das ist was für den Wald. Als die Trucks den Wald verließen. Kennt ihr das noch, die Serie? So ist das. Da kam der Asaf her. Der Fuchs ist der Asaf. Ach komm, auch die Reifen, die passen sich einmal den Steinchen an. Das ist ihm kackegal. Okay, du bist natürlich jetzt ein bisschen flotter unterwegs in deinem Scout, aber... Ich komme da entspannt hin. Der Spritverbrauch ist auch nicht so hoch tatsächlich. Das wundert mich. Nee, der hält echt saulange durch. So, Wolf Grip, hier sind wir doch, ne?
Ja. Schild nehme ich hier mit, scheiß drauf. So. Da ist die Mission, glaube ich. Nee, du musst hier auf den Warenplatz fahren. Okay, was ist denn das hier? Ist das eine andere Mission? Das ist eine andere Mission, die ja. Container im Fluss. Ah, die nehme ich eben an. Da habe ich die schon. Aufgabe anzeigen habe ich schon anscheinend. Okay. Ja. Okay. Alles klar. Aber auch nicht dumm, jetzt stehe ich schon richtig. Ja, ja, honk mich an. So, Handbremse angelegt. Beladen, beladen. Okay, beide drauf. Handbremse gelöst, dann geht's wieder los. Ja, komm, schaffst du noch. Ja. Du kannst mich jetzt ja nirgends rausbergen, oder? Jetzt mal ehrlich. Ja, doch, klar. Na gut, hast du andere Trucks auch, im Lager, ne? Das den ja auch. Nee, den habe ich jetzt leider nicht. Ich bin ja jetzt nicht auf meinem... Ach so, stimmt. Ich habe jetzt einen neuen Account hier. Ah, stimmt. Du bist jetzt ja noch ganz low unterwegs. Aber kriegst du auch irgendwie Geld oder irgendwas dazu, wenn du mir hilfst, musst du ja eigentlich. Ja, ja, ich krieg auch Geld, ja. Ja, dann ist doch geil. Ich könnte auf jeden Fall auch schon mal schauen, was ich mir kaufen könnte. Vielleicht nicht unbedingt den Truck, aber vielleicht auch einen geileren. Ja, aber du hast schon vollkommen recht, das ist ein super Anfängertipp, zu anfangs einen anderen Truck zu nehmen, als die standardmäßigen, die man dort hat. Weil hier hatte ich gar keine Chance. Also Alaska war in meiner zweiten Session hier, wo ich dann nach Alaska gekommen bin, unmöglich, wirklich unmöglich, irgendwas zu tun. Ja, das ist halt... das Ding, also der Anfang kann bei SnowRunner sau schwierig sein oder beziehungsweise sau langwierig, wenn du halt dir einfach keine guten Reifen kaufen kannst. Ja. Weil die kriegst du erst, also für den ersten Truck musst du glaube ich Level 6 sein, bis du die freischaltest, und bis du Level 6 bist, das dauert schon ein Weilchen. Ja, glaube ich. Okay, jetzt hier einmal durch den Matsch, scheißegal, auch mit Fracht, gar kein Ding. Okay, dafür hätte ich sonst wahrscheinlich Stunden gebraucht, den Scheiß hier hochzuschleppen, wenn überhaupt. Und die Leute, die noch dran sind bei dem Let's Play, die wissen das, wovon ich spreche. Cool. Also, Frachtverladung. Entladen. Du bist aufgestiegen, Level 3. Wow, okay. Mega. Mega geil. Wow. So, pass auf. Und jetzt? Ja. Jetzt müssen wir hier... Jetzt holen wir uns den Hammer. Jetzt holen wir uns den Hammer. Und den Hammer müssen wir abschleppen, den müssen wir bergen und dann müssen wir den zur Werkstatt zurückbringen. Ja, sehr interessant. Du musst mir mal gleich hinterherfahren. Ich hoffe, ich kenne noch den Weg. Wahrscheinlich irgendwo im Norden, nehme ich an, ne? Ja, der muss irgendwo hier sein. Warte mal, ich fahr mir einfach mal hinterher. Och geil, jetzt ist die Straße hier frei, wir haben die Mission gelöst. Level 3, Leute. Howdy ho! So, ich werde mal einmal den Ich lege mal kurz die Funkverbindung auf. Oh, ey, was ein Fortschritt hier mit Tim. Das macht auch wirklich Laune. Das musste ich immer den Dieter anfunken, der hat sich nie gemeldet, ihr wisst es. Und heute geht's ja ab. Und jetzt mit diesem geilen Azov-Truck macht das Ganze auch schon richtig fett. Weil ich habe einfach kein Problem, hier durchzukommen. Ich schiebe jetzt Tim einfach mal an. Sonst kommt er da einfach nicht durch. Aber ich drücke ihn einfach, ich push ihn richtig in den Boden rein. Ist doch kein Problem. Guck mal, kein Problem. Da hilft man sich. Klar, sowas kann ins Auge gehen. Aber meistens ja nicht. Komm, jetzt muss ich ihn einmal zurücksetzen. Ah, herrlich. Leute, was ein Progress. Ich glaube nicht, dass diese Straße ursprünglich für Trucks gemacht wurde, aber ich sag mal, wer die Mittel hat für einen 1A Supertruck, der wird die Mittel einsetzen. Und das ist mal echt, das ist mal echt eine Dreckschleuder hier, ne? Das ist echt eine Drecksau, dieser Azov. Nur nicht umkippen. Aber ich komme einfach jetzt durch. Tim, siehst du das, wie ich dir folge mit meinem Riesentruck? Ist das nicht beeindruckend? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich frage mich, gibt es wirklich Trucker, die mit solchen Trucks da durchfahren? Alter.
Alter, oh, okay. Ich push dich da durch, Mann. Ich push dich da durch. Okay, oh, danke. Ist das geil. Oh, ist das geil. Ja klar, die wollen den Nervenkitzel, weil du kannst einfach nicht geborgen werden. Ich glaube, wenn du dich da in der Realität festwärst, bist du einfach tot. Aber beziehungsweise du nicht, aber den Truck musst du stehen lassen. Wie willst du da wieder rauskommen? Unmöglich. Boah, jetzt hier durch den riesen Schneehügel, meine Fresse. Aber bislang brauche ich auch keine Winde, das ist einfach nur unnormal. Das ist nur unnormal. Ich krieg das Grinsen nicht mehr aus der Fresse raus, Tim. Ohne Scheiß. Ja, so ging es mir auch, als ich den hatte, den Truck, ja. Das ist ja wohl nur geil. Vor allem, weil man ja weiß, ich bin auch froh, dass ich ihn jetzt erst habe und schon 5 Stunden da drin irgendwie leiden musste. Auf einmal ist es geil. Wo bist du? Ziehst du dich gerade weg oder was? Ja, ich push dich da durch. Jetzt löst du einen Winch, Alter. Ich muss genau hinter dir sein. Ich muss genau hinter dir sein, jetzt drücke ich dich da durch. So, ja. Gib Gas. Ja, Gas, ja, Gas, sehr schaffen gut. Wir. Schaffen wir. Ja, danke, sehr ja, gut. Klar, klar. Ey, man hilft sich doch. Ich sag mal, wenn der kleine Mann hier im Wald ist, dann kommt der Große hinterher mit seinem Truck. Das ist kein Problem. Naja, pass auf, ey, wir müssen gleich noch den Hammer hier die ganze Zeit durchziehen. Ja gut, dann wird's natürlich vielleicht doch irgendwann schwierig, aber wir haben den Weg ja schon frei gemacht. Auch hinter so, uns. Muss kurz gucken, wo lang jetzt aussieht, hier. Ey. Ah ja, jetzt hier links lang, genau. Jetzt hier links. Wie hast du ihn dir besorgt damals, den Hammer, oder hast du ihn noch gar nicht? In deinem anderen. Doch, ich habe ihn, ja. Das war eine schwere Geburt. Also es lohnt sich, weil der Hammer ist auf jeden Fall geil. Aber das ist eine schwere Geburt gewesen. Sehr viel Winden Gameplay. Mhm. Da hat die Winde auf jeden Fall ordentlich was zu tun gehabt. So, ich bin hier wirklich auch mal zum ersten Mal festgefahren, weil ein Baum quer rüber ragt. Boah, ich habe mich aber auch eingegraben, alter Schwede. Oh, das ist jetzt aber auch amtlich. Brauchst du Hilfe? Ja, ich weiß, noch würde ich es noch nicht anmelden. Ist auf jeden Fall amtliches Festfahrring bei mir gerade. Ich komme aber noch raus. Ja, es sieht doch gut aus noch. Ja, komm noch easy raus. Ich würde mal ein bisschen weiter links fahren. Das ist auf jeden Fall, boah, das ist eine richtig heftige Stelle. Der Baum, guck mal, jetzt geht er runter, der Baum. Der Baum stirbt im Morast. Alter, wie du da durchfährst. Einfach Hammer. Okay, da geht's. Ja, easy, Alter. Ja, muss man sich merken, da geht's easy lang. Da ist hier nicht durch die... Mit welchem Truck hast du es gemacht damals? Ich glaube, ich habe das mit dem Scout 800 gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ah, okay. Na gut, da hast du ja ein bisschen wenig Dampf gehabt wahrscheinlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, das ist das war echt nicht so easy. Das ist hier eine sehr enge Passage. Aber man kann mit der Winde ja viel machen, ne? Ich meine, hier sind überall Bäume, dann... Klar. Schaffst du schon meistens, dich da irgendwie rauszuholen. So, wir sind auch schon angekommen jetzt hier. Das Problem wird nur sein, wie ich wenden kann, aber vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. So. Neue Mission entdeckt, versunkene Hammer. Zack. Ich nehme die ganzen Bäume mit, scheißegal. Ich versuche mal zu wenden hier auf der Schrägen, ich darf nur nicht umkippen, das wäre super ungünstig. Ja, wenden ist mit dem tatsächlich ziemlich schwer. Also, siehst du den Hammer da schon im Wasser? Ja, ich fahre da rückwärts ran. Okay, ich versuche auch schon mal, vielleicht finde ich den, kann ich den ein bisschen rausziehen. Ja, ich schaff das, Ding. Ja. Ich komme da rückwärts hin. Ziehen die ja schon mal hier ein bisschen nach vorne. So. So. Okay, warte mal ganz kurz. Einmal ganz kurz. Easy. Sekunde. So. Wollen wir mal kurz was zu trinken? Ah, ja, das mache ich nämlich auch. Die Trucker müssen auch mal was trinken. Kurze Chillo-Drink-Pause. Easy. Ja, ich hole mir mal schnell was zu trinken, ja? Mach mal. Ich muss mal einfach kurz hier was recherchieren, was ihr nämlich geschrieben habt. Muss ich einmal kurz...
dir. So, ich bin wieder da, Krogi. So, ich bin auch wieder da. Ich habe es aber nicht gefunden, was ich nachgucken wollte. Aber das ist doch egal. Ich werde dir das mal an. So, ich habe hier auch ein Getränk, guck. Oh, geil, du. Oh, Trucker-Drinky. Sehr gut. Ein richtiger Trucker-Drink. Dann lass dir schmecken. Winde anbringen, das mache ich jetzt mal. Und dann... Zum Wohl. Zum Wohl, mein Freund. Ja, Winde ist angebracht, dann kann es jetzt ja eigentlich losgehen. Guck mal, jetzt ziehe ich da jetzt einfach durch. Scheißegal. Ohne Rücksicht baller ich jetzt den Hammer hier durch. Weißt du noch, wo es lang geht? Ja, einfach dem Schlamm nach. Der Spurrille folgen. Kannst ja jetzt auch auf der Karte gucken. Ich fahre euch mal hinterher, vielleicht schiebe ich ein bisschen von hinten. Ja. Wahrscheinlich bleibe ich einfach stecken. Hammer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja gut, mit dem geht es schon ganz gut, ne? Wir haben ein tolles Eigengewicht. Naja, und vor allem, das Geile bei der Karre ist, die hat richtig geile Reifen drauf. Also der Hammer, der hat so Hammer, extra Hammerreifen. Das ist und, regelrecht der Hammer, ey. Und die sind exzellent auf Schlamm. Exzellent. Ja, das ist und das was. Ist richtig geil. Das heißt schon also das ist auf jeden Fall ein geiler Scout. Ja, und ich meine, so ist es ja gerade auch echt easy, den abzuholen mit dem Azov hier. Alter, wie schnell du hier durchpäst, ich weiß es nicht. Wo bist du denn, Alter? Ja, ich baller hier durch. Ich bin noch nirgends stecken geblieben. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich sehe dich nicht mal mehr. Hä, wo bist du denn? Ja, ich baller hier mega durch. Ernsthaft. Ich baller hier durch wie ein Weltmeister. Alter, ist das dein Ernst? Ja. Das ist genau der Progress, den die Leute sehen wollen, weißt du? Anfangs hätte nichts geklappt und jetzt baller ich hier durch. Jetzt habe ich allerdings ein Problem, glaube ich. Ah, vielleicht noch nicht. Vielleicht haben wir Glück. Ich muss nur wieder Grip finden da an der Ecke. Ah, ich glaube, ich habe Glück. Ich glaube, ich habe Glück. Ich meinte nach rechts. Erst das bisschen. Oh, jetzt hat er Grip. Er hat Grip. Leute, wir haben Glück gehabt. Findest du mich? Ich werde jetzt ein bisschen langsam gerade, ein kurzes Stück. Ja, ich bin hier auch gerade noch. Also, warte. Naja, ich fahre jetzt mal in der Straße lang. Ich sehe dich echt überhaupt nicht, Alter. Du bist anscheinend so weit weg. Bist du an der Kreuzung links oder rechts gefahren? Warte. Ich fahre gerade den Weg zurück. Okay. Naja, okay, Alter, du bist schon so weit weg. Krass. Naja, so schnell bin ich nicht, okay. Ja, du bist halt einfach in einem heftigen Truck, ey. Was soll man sagen? Ja, ein heftiger Truck, der einfach ein leeres Auto zieht. Okay, jetzt habe ich mich aber richtig dumm angestellt. Schafft ihr das? Komm, bitte, Boy. Mach Tim glücklich und mich. Ich will ein bisschen angeben und den Chat. Oh. Ja. Jetzt muss ich mal gucken. Hier nochmal links. Ja, es ging jetzt ja auch runter, ne? Muss man ja auch mal fairerweise dazu sagen. Da kommt das schon echt ganz gut durch. Aber ich weiß wirklich, wie es eigentlich sein müsste. Also, wie es sich heute anfühlt, hat sich die ganze Zeit noch nicht angefühlt. Mit diesem Fahrzeug. Unfassbar. Hast du ja immer noch eine Zugkarte, obwohl ich diesen fetten Hammer hinten dran habe. Wahnsinn. Ja, Allrad halt, ne? Ja. Unnormal. Das ist wirklich ein geiler Truck. Also, da kann man wirklich die Liebe für Trucks, kann man da einfach wirklich nachvollziehen. Ja, absolut. Weil das sind einfach richtige krasse Maschinen, wie sie sich da durchziehen. Ja. Ja, und diese, einfach nur geil. Die Region, guck mal, stell dir vor, du lebst in einer Region, wo das so abgefuckt ist mit dem Wetter, also abgefuckt im Sinne von, alles ist schwierig, weil es ist vereistes Schnee, nicht so lebenswerte Bedingungen oder lebensfeindlich schon eher. Und du hast einfach so eine Maschine, die dich am Leben erhält, weil sie macht dir alles möglich, sie macht den Weg frei, sie kann dir beim Abschleppen helfen, sie holt dir Nahrung, Bäume, Feuer, also Kraftstoffe, Wahnsinn, ich liebe das, das ist Trucking. Ah, ey, und weißt du, was ich auch bei dem Spiel jetzt gelernt habe? Aha. Du bist von allen anderen Spielen immer so konditioniert, auf der Straße zu bleiben, ne? Ja, total. Aber bei dem Spiel ist das Geile, es ist gar nicht immer das Schlauste, auf der Straße zu fahren. Ja, weil manchmal sind die auf den Straßen so tiefe Fahrrillen und es ist schon so verschlammt, dass es einfach viel mehr Sinn macht, einfach neben der Straße zu fahren. Ja, absolut. Und das ist halt einfach so eine Denke, die muss man erstmal haben und das ist halt auch das Geile an dem Spiel. Ich liebe diesen Realismus in dem Spiel, absolut.
total geil. Und ich meine, jeder kennt ja auch diese ganzen Serien, die es gibt. Ice Road Driver, Ice Road, wie heißt die? Ice Road Trucker. Das ist einfach nur geil. Das sind richtige, waghalsige Freaks, die einfach das tun, weil sie es geil finden. Das merkt man hier. Diese Romantik kriegt man hier mit. Die Ice Road. So, bist du schon in der Werkstatt? Ich muss ja zur... Muss zur Werkstatt? Achso, ne, wo musst du hin? Warte mal, muss ich nicht zur Logistikzentrum? Ne, ich muss zur Werkstatt. Ja, ich bin quasi in der Werkstatt. Ja. Stimmt, ich muss zur Werkstatt. Okay, ich bin auch gleich da. Hast du mir auch gesagt, ich muss zur Werkstatt? Hätte ich vercheckt. Jetzt muss man ja, das ist auch ein wichtiger Tipp eigentlich. Also das machen wir zwar gerade nicht, aber normalerweise finde ich Regel Nummer 1 bei SnowRunner immer auf der Karte schön detailliert die Route festlegen, bevor man irgendwas macht. Ja, habe ich die ganze Zeit auch mal gemacht, aber jetzt habe ich dich ja am Start. Und ja, gut, dieser Weg war jetzt gerade nicht so schwer, aber sonst auf jeden Fall. Beweg dich zur Werkstatt, so. Habe ich jetzt meinen Hammer schon abgepackt, leerer Slot? Nee. Warum geht das noch nicht? Was muss ich tun für den Hammer? Achso, muss ich erstmal aus der Winde lösen? Kein Plan. Bist du jetzt schon im Hammer? Nee. Muss im Hammer sein, ne? Alaska? So. Werkstatt? Irgendwas habe ich nicht richtig gemacht. In die Werkstatt bringen? Zum Parkplatz. Ach so, wir müssen zum Parkplatz. Ja, ich bin falsch, ne? Aber warum? Der Parkplatz ist so ein bisschen rechts neben der... Guck mal, du musst den, glaube ich, hier hinbringen. Hier, wo ich bin. Ja, ich habe jetzt ein Problem. Ich komme nicht mehr in die Werkstatt, wie ich müsste. Warte mal. Hä? Warum komme ich denn jetzt nicht in die Werkstatt? Das bist du? Werkstatt? So kann ich den denn nicht ziehen, den Scheißhammer? Da, auswählen. Ich müsste das doch auch machen können. Ist der noch da, der Hammer? Ich war jetzt gerade in der Werkstatt. Ja. Okay, das war irgendwie bumm. Aber ich kann den nicht ziehen, komischerweise. Okay, dann mache ich das mal. Wirklich komisch. Ah, jetzt. Aufgabe beendet. Sehr gut. Angenommen. Okay, da haben wir jetzt einen Hammer, ja? Und jetzt müsstest du eigentlich den Hammer wechseln können, theoretisch. Ja, geht. Cool, dann packe ich den in die Werkstatt. Haben wir einen nice Scout, geil. Ja, super, da habe ich doch jetzt wieder einen geilen Scout. Ist doch top. Abstellen. Ist abgestellt. Und ich nehme jetzt meinen Asaf wieder. Okay, cool. Also wir können noch ein bisschen was machen, Tim, wenn du noch Zeit hast. Ja, was können wir noch machen? Also... Wir können natürlich sagen, ja, wir sind jetzt hier in Alaska, dann machen wir irgendwas in Alaska, oder? Würde ich auch so sagen. Ich habe natürlich hier die oberen Wachtürme noch nicht entdeckt. Unten. Dann pass auf, dann willst du im Truck bleiben und ich nehme den Hammer? Ja, sehr gerne. Festgefahren in den Bergen könnte ich noch lösen. Die Mission habe ich hier noch. Container im Fluss. Ist da unten. Dann müsstest du mir den Hammer aber mal irgendwo hinstellen. Ah, verstehe. Ja, das mache ich. Das mache ich gerne. So, gehe ich mal in die Werkstatt. Begib dich zur Werkstatt. Trucklager, Hammer. Einsetzen. Werkstatt verlassen. So, jetzt fahre ich für dich. Genau. Hier mal raus. Wechsel jetzt wieder in mein. Hä? Warum kann ich den jetzt nicht wechseln? Ist mein Asaf nicht mehr draußen? Wo
Aber der Hammer hört sich auch geil an, so ganz ruhig. So, jetzt bin ich hier. Ab in die Werkstatt. Und Truckler, den Slot nehme ich. Ja, jetzt bin ich im Hammer, geil. Du bist im Hammer, das ist gut. Warum kann ich jetzt nicht mehr... Wo ist denn mein Azov? So, was machen wir denn mal Schönes? Nachschub für die Polarbasis, oh ja. Okay, du bist im Hammer, aber warum sind die anderen beiden Fahrzeuge, deine Karre und mein Azov, warum kriege ich die jetzt nicht? Ach, ich raff es nicht. Also, Werkstatt, ja. So, eben. So, nun. Da ist er, okay, sorry. Jetzt habe ich ihn. Was? Einsetzen. Jetzt haben wir's. Werkstatt verlassen. Okay. Wir können starten. Ich werde dir wieder folgen. So, das Ding ist, du brauchst im besten Fall... Nee, du hast ja einen Pritschenauflieger, ne? Pritschenauflieger habe ich. Ich habe jetzt aber keinen Kran dran. Soll ich einen Kran installieren? Nee, einen Kran brauchst du nicht. Ich überlege, warte mal, ich hole mir, glaube ich, mal noch einen Anhänger. Ja. Na klar. Dann kann ich auch Waren transportieren. In der Zeit gucke ich doch mal, was ich eben raussuchen wollte. Schau ich nochmal hier nach. Und zwar, wo habe ich es denn? Und zwar Ara hat geschrieben, ich feiere es heftig, dass du mit Dieter telefonierst. Und ich hoffe, Ara, dass du es genauso heftig feierst, dass ich jetzt mit Tim, meinem Trucker-Kollegen, richtig hart abtelefoniere. Man nennt das Funken in der Trucker-Sprache. Es ist einfach Funken. Tim, bist du in der Werkstatt? Tim, bist du in der Werkstatt? Ja, ich bin in der Werkstatt und ich würde jetzt vorschlagen, die Mission machen Lieferung zur Polarbasis. Kannst du da mal gucken, ob du die bei dir auch hast? Ich schaue. Die heißt genauso, ja? Polarbasis. Lieferung zur Polarbasis. Forschung in der Tal-Polarbasis. Nee, Nachschub für die Polarbasis. Ah, habe ich doch hier. Claro, nehme ich an. Aktiviert, ganz oben. Polarbasis. Und zwar lese ich aber eben vor. Also. Wir arbeiten mit einigen verrückten Wissenschaftlern zusammen, die gern Löcher ins Eis bohren. Sie sind gute Kunden und bitten um eine Lieferung. Kannst du das übernehmen? Natürlich. Lieferung zur Polarbasis. Sie wollen 4 Ziegel haben, einen Stahlträger und 2x Kraftstoff. Gibt ein bisschen Kohle und vor allen Dingen Erfahrung. Okay. Aber dazu muss ich natürlich erstmal ein bisschen Shit besorgen. Und zwar. Gibt es hier verschiedene Lager? Da ist eine Tankstelle. Wollen wir mit der Tankstelle anfangen, Tim? Die ganz rechts ist. Ja, die Frage ist, also sinnvoll wäre es jetzt, wenn wir uns aufteilen. Ja. Weil ich kann 2 Sachen transportieren und du kannst ja auch 2 Sachen transportieren. Beziehungsweise ich könnte einen Anhänger nehmen, dann könnte ich auch mehr transportieren. Weil wir brauchen insgesamt 5 Dinge. Wir brauchen 2 Kraftstoff, wir brauchen noch mehr, Entschuldige, wir brauchen 7 Dinge. 4 Ziegel, 1 Stahlträger und 2 Kraftstoff. Genau, jetzt bei der Tankstelle kriegen wir den Kraftstoff, beim Lager kriegen wir die Ziegel. Und bei der Fabrik wahrscheinlich die Stahlträger, richtig? Naja, müssen wir mal schauen. Warte mal, das kann man mal gucken, wenn man auf Objekte geht. Dann würde ich sonst... Und dann bei der Fabrik, genau. Fabrik macht Stahlträger, im Lager gibt es Ziegel. Okay, dann würde ich Kraftstoff und Stahlträger besorgen wollen. Das wäre für mich eine Route. Okay, dann fahre ich zum Lager, wobei... Ich kann nicht 4 Ziegel auf einmal transportieren. Ach so, dann warte, dann nehme ich einen Anhänger
und hol die kompletten Ziegel und machst den anderen Shit. Okay, das heißt, dann fahr ich. Das nächste Lager ist aber sau weit weg, richtig? Ja, das ist hier unten. Okay, der rote baue ich mir ein. Also. Ja, wir können sonst auch noch ein bisschen zusammenfahren. Dann hole ich bei der Tankstelle schon mal die Sachen und du fährst noch ein bisschen weiter und fährst zum Lager. Aber wir meinen das Lager im Nordwesten, richtig? Also, ja, eigentlich ist es komplett im Westen. Ja, warte mal, wo ist denn Norden? Also Norden ist... Ja, Norden ist ein Lager und ganz im Westen ist auch ein Lager. Genau, ja, dann würde ich glaube ich das... Ja, dann lass uns das Lager im Westen nehmen, weil da ist ja die Tankstelle auf dem Weg. Ja, genau. Alles klar? Ja. Geil, nehme ich noch einen Anhänger. Dann fahren wir jetzt erstmal zusammen. Genau, ich würde allerdings noch einen Anhänger mitnehmen. Du hast schon einen Anhänger. Ah ja. Bei dem brauche ich aber auch, ich brauche auch einen Anhänger. Lass ich mal raus. Junge, Junge, Junge. Tim, was machst du wieder? Hier war doch ein Anhängerlager irgendwo, ne? Ein Shop? Genau, hinter mir, einfach hinten. Ah, da ist er, ja. Weil da will ich noch eben Anhänger kaufen, dass ich auch meine 4 Ziegel auf einen Schlag mitbekomme. Anhängershop. Und zwar auch Handbremse. Anhängershop. Pritschen. Pritschenauflieger. Tiefladeanlieger. Es reicht also Pritschenauflieger, ne? Der ist ja okay. Genau. Ist gekauft, ist dran, alles klar. Geil, dann kann's losgehen. Endlich sind wir wieder auf dem Weg. Klar, los geht's. Geil. Der Sound vom Azov. Du bist mit dem Hammer unterwegs, das sieht auch richtig geil aus. Ja, man kann vor allem dem Hammer dann noch so ein... das hätte ich eigentlich schon mal machen können, naja. Man kann ihm noch ein Upgrade machen, da hat er noch so einen Dachträger. Und da ist dann auch Benzin drauf, das heißt, wenn der Tank leer ist, kannst du den einfach nachtanken. Ach, geil. Das ist ja entspannt. Und dann hat er nämlich viel mehr Reichweite. Da gehen nämlich jetzt nur 80 Liter rein in den Hammer, das ist nicht so viel. Ja, stimmt. Da werde ich auf jeden Fall Probleme kriegen. Ich muss öfter mal tanken. Ja, stimmt. Boah, es ist aber so idyllisch, wenn man jetzt mit seinem Anhänger auch noch hier durch die Gegend zimmert und man merkt einfach gar nichts davon. Es ist einfach geil. Ja. Es wird auch schon wieder ein bisschen Booster. Wir waren gar nicht bei Erika bislang, aber na gut. Die Arbeit muss getan werden, ist einfach so. Ja, ja. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Genau so ist es. Aber es ist wirklich ein schöner Tag mit dir. Ich war auch lange einsam hier, muss ich sagen. Lange einsam in dieser Welt. Aber so ist es wundervoll. Also ich will nicht lügen, aber ich glaube, im Vergleich zu der Version, die ich gespielt habe, haben sie die Scouts noch mal einen Ticken schneller gemacht. Ja, kann sein. Ja, du ballerst ja ganz schön, ganz gut durch. Von dir ist nichts mehr zu sehen. So, mal schauen, ob ich hier durchkomme. Aber es ist auch nichts mehr zu spüren vom Stoßgas, Michi. Hier wird richtig schön beschleunigt, konsequent Gas gegeben. Wie sich das gehört für einen richtigen Trucker, der einfach sein Fahrzeug liebt und nicht beschädigen will. Fahre ich eigentlich noch richtig? Ja, sieht gut aus. Hier rechts rein, ne? Ja, rechts rein. Uiuiui. Gibt's Probleme? Ja. Oh, da ist er. Da ist er. Ich push dich durch, Mann. Ich geb den Schubs. Ich geb den Schubsi. Merkst du das? Noch ein Schubser? Ja, sehr gut. Noch ein Schubser? Super. 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 Gerne, Mann. Ich schubse dich hier durch. Ich habe Angst, dass ich auf deinem Anhänger bin irgendwann. Komm schon. Na klar, ich schubse dich weiter. Ja, er schafft es, aber... Oh! Nicht auf deinem Anhänger, ne? Das habe ich nicht festgedrückt. Ja. Das habe ich nicht voll festgedrückt. Okay, weißt du was? Ich fahre rechts vorbei und dann befestigst du eine Winde an mir. Ja, genau. Leute, das ist purer Sex, was hier gerade passiert. Das ist richtiger Trucker-Porn. Wie du da dich durchwieselst, ey.
Gerade halte ich aber erst gleich an meinem hinteren Anhänger fest, wenn ich auf der Straße bin. Jo. Schafft das? Hat das was gebracht? Ja, glaube. Ja, safe. Na klar, hat das was gebracht. Ich zieh da alleine raus, merkst du das? Einmal um die Kurve. Ja, kannst du. Warte, ich komm hier zurück. So, mach dich mal fest. Ja. Ja, easy, guck dir das an. Klar. Sehr gut. Alter, ist das geil. Das sieht doch vom Licht so hammermäßig aus. Boah, das ist wunderschön. Muss ich lang. Geradeaus, ne? Ja. Geradeaus, ja. Kommst du klar, so mach dich fest. Ja, im Moment geht's gerade. Komm, mach dich fest. Ja, mach dich fest. Komm, ich zieh dich raus. Wir machen hier so einen schönen, richtig guten Zug. Da hast du dich aber auch festgesaut. Mann, Mann. Ja, ich bin gespannt, wie ich hier gleich wieder alleine rauskomme. Kommst du never. Never kommst du da wieder durch. Never, ever. Aber da können wir erstmal tanken. Aber ich meine, wir sind halt so ein Gemeinschaftstruck, ist ja auch cool. Ah, jetzt muss er auch schon ein bisschen rödeln. Also ich fahre dich hier zur Tanke. Jo. Ja, du musst ja gar nicht zur Tanke, aber du kannst natürlich tanken. Ja, ich tanke auch ein bisschen. Einfach nur, weil ich es kann. Du hast getankt. Ja, Tim, trennen wir uns hier oder wir machen was? Ja, ey, versuchen es mal, würde ich sagen. Das ist die große Frage. Ansonsten drehe ich ja um und hole mein Shit. Also ich hole, pass auf, ich fahre jetzt zum Lager, es ist für mich nur geradeaus. Du probierst dich, ansonsten hole ich dich ja eh ein. Genau. Aber ich sehe gerade, dass hier die Straße komplett unter Wasser ist vor mir. Oh fuck. Die ist halt komplett unter Wasser, ne? Ist das gar nicht so easy gerade. Oh, na gut. Ja, ich probier's aus. Okay. Ja, du musst halt echt gucken, wo du jetzt lang fährst. Ja, die ist komplett unter Wasser gleich. Ich weiß auch nicht, was hier jetzt gerade links ist. Eine Mission. Hol ich nochmal kurz ab. Festgefahren in den Bergen, okay. Ich glaube nämlich, dass ich da schon mal war, wo ich jetzt bin. Da hatte ich keine Chance. Gar keine Chance hatte ich da. Ich finde auch geil, dass überall diese Half-Life 2 Fässer rumstehen. Diese Explosionsfässer. So, da ist... Ja, also wenn ich da jetzt reinfahre, bin ich glaube ich RIP. Das ist ja ein richtiger Fluss. Kann ich mit meinem Schnorchel richtig Flüsse fahren? Nein. Doch, du müsstest da schon durchkommen, aber... Ehrlich? Ich probiere das jetzt, ne? Das ist ein richtiger Fluss. Also ein richtiger Fluss. Also vom Motor her ja, ist die Frage, ob du halt... Ja? Ob du halt auch Grip hast. Ich probiere es aus. Boah, ist das Hammer. Was ist das für ein krankes Gefühl? Boah, ist das krass geil. Ich fahre durch den scheiß Fluss, als wäre er nicht da. Ah, Ultimate Sex. Ja, der Truck kann was. Oh, ist das geil gewesen. Wie geil war das bitte? Okay, jetzt muss ich mal schauen. Einfach nur geradeaus, okay. Ja, okay, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich dann gleich auch wieder easy zu dir komme. Wenn die Frachten das jetzt nicht viel zu schwer macht. Ey, ich meine, das ist heute echt ein spannendes Let's Play. Werden wir es schaffen? Werden wir diese Mission schaffen? Werden wir durchs Wasser kommen? Schafft Tim es jetzt alleine durch den Schlamm? Das sind die Fragen, die sich jeder Mensch einmal stellen sollte. Und die beantworten wir heute. Das ist schon geil.
Ey, danke für den Tipp mit dem Azov. Den hätte ich alleine niemals jetzt gehabt. Never ever. Naja, ein guter Truck ist schon echt so viel wert. Ja, absolut. Absolut, Mann. Da ist das Lager, das ist schon mal geil. Da war ein Stoppschild, schon mal geil. Jetzt Stahlträger, ja, und Ziegel. Aber ich hab falsch beladen. Das geht auch. Ich habe was Falsches geladen. Absolut. Sehr dumm. Du musst natürlich Ziegel laden. Ja, ja, ist schon klar. Jetzt muss ich nur die Scheiße erstmal wieder rausschmeißen. Tracht entfernen. Das ist auch ein guter Tipp. Ja, ich hatte tatsächlich, ich wäre gerade mit mittelgroßen Rohren zurückgefahren. Hätte mich gleich sehr geärgert, glaube ich. Kann man aber auch optisch leicht verwechseln. Klaro. Waldorfschüler, ne? Ist klar. So, ich habe es auch durch den Matsch geschafft, ey. Echt? Ist ja mega. Mit meinem Kraftstoff hier. Alter, aber die vereiste Straße, da muss man echt auch aufpassen. Also da trägt es dann in der Kurve schon gut raus. Klar. Ich wende gerade genauso, wie man nicht mit dem Anhänger wenden sollte, aber noch ist es dem Spiel scheißegal, deswegen mache ich mal weiter. Ey, das ist auch richtiges Pro-Gameplay, ne? Das ist wirklich was für Pro-Gamer. Ja. Mit einem Anhänger wenden. Ja, absolut. Absolut. Ist aber auch natürlich super geil, wenn du es dann drauf hast. Dann freust du dich. Okay, aber ich habe meine vier Ziegel. Was hast du jetzt geholt? Stahlträger? Kraftstoff. Kraftstoff natürlich. Was bei Tanke, selbstverständlich. Aufgabe anzeigen. Aufgabe ist angenommen. So, jetzt einmal auf die Map schauen. Alles löschen, was wir bislang hier haben. Jetzt geht es da weiter. Nein, das kann ich hier löschen. Hier geht es natürlich weiter. Da so. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Da. Wir müssen ja auch noch bis zur Polarbasis kommen, das ist auch nicht easy. Ja, aber ich meine, das schaffen wir ja wohl, oder? Wir sind krasse Freaks. Ja, sollten wir. Ich markiere mir komplett den Weg. Ich würde es ja schön finden, wenn mal wieder Tag wird. Ja, ich auch, absolut. Okay. Bei Nacht fahren. Ich meine, wie sagt schon Tom Astor, ne? Sicht weg, Gas weg. Ja, der wusste es. Der wusste es einfach. Ja. Bevor es richtig knallt und du machst Bekanntschaft mit einem Baum im Wald. Da machst du einer der Großen. Aber eh alle. Die ganzen, auch hier Truckstop und, ne? Der Hammer. Die ganzen Jungs, der wilde Westen. Hast du gerade wieder ein bisschen aufgelegt, ne? Weil du jetzt ja, bist du im Feeling, glaube ich. Ja, ich bin im Feeling.
Wo fährst du gleich? So, ich bin jetzt hier bei der Pipeline. Ja, ich sehe das. Fährst du gerade aus den Straßen lang oder gleich links irgendwie hoch? Weil ich habe das noch nicht erkundschaftet. Ich weiß nicht genau den richtigen Weg. Ich beobachte das gerade. Ja, müssen wir mal schauen. Also, ich glaube... Ich hab's halt richtig weit, ne? Aber ich starte erstmal. Ich komme jetzt gleich bei dir an. Naja, wahrscheinlich sollten wir hier irgendwie lang fahren. Aber... Da bin ich hier... Warte mal. Ich bin echt gespannt, wie es gleich wird, wenn ich durchs Wasser muss mit meiner ganzen Ladung. Also ich glaube, ich würde jetzt hier mal erstmal auf der großen Straße bleiben. Also du fährst geradeaus, okay, jetzt mach ich dann auch gleich. Oh ja, das kommt man nochmal an der Tankstelle vorbei. War eigentlich saudumm, da hätte ich eigentlich auch da das Zeug holen können, naja gut. Aber so voll, ja du wolltest mit mir ein bisschen fahren, das ist doch geil. So voll beladen ist es schon ein anderer Schnack hier durch, muss ich sagen. Oder wir fahren hier lang, warte mal. Was fehlt uns denn das hier mal eigentlich noch? Nur der Stahlträger danach, ne? Ja. Genau. Sonst können wir es mal hier lang probieren, vielleicht ist das ja geil. Ja, komm, das machen wir. Hier fahren wir jetzt lang. Also links dann? Genau. Okay. Die kleine Straße lang. Das ist bei mir halt noch alles ausgegraut, aber wenn du sagst, das ist gut passierbar, dann... Also ich fahre jetzt komplett mit der Ladung durchs Wasser. Mal gucken, was jetzt passiert. Kein Ding. Kein Ding für die Karre. Wahnsinn. Wie das auch allen scheißegal ist, dass die ganze Straße überflutet ist. Scheißegal. Ja, man hat immer so derbe Schiss und dann fährt man rein und merkt so, oh, okay, es geht ja klar. Hammer. Ja, bislang musste ich auch Schiss haben, weil ich nirgends so durchfahren konnte. Jetzt? Ja. Jetzt habe ich halt einen Ars auf, der einfach hier alles wegschluckt. Oh, no, okay, vom Spritverbrauch, muss man wirklich sagen. Für das, was er leistet. Ja, und ich meine, du hast 4 Ladungen Ziegel hinten drauf, ne? Das darf man nicht vergessen, ey. Das ist schon krass. Ey, das ist richtig heftig. Das ist mega. Ich weiß nicht, was so eine Ladung Ziegel wiegt, aber das ist ja mehrere Tonnen Zuladung. Definitiv. Und schon wieder Nacht, ne? Ich wollte nie Nacht spielen. Heute haben wir schon so viel in der Nacht gezockt. Wahnsinn. Das ist aber auch jetzt hier, also man sieht hier echt gar nichts, ey. Das ist echt arschduster hier, Mann. Wäre halt auch nice, wenn man einfach aussteigen könnte. Tag-Nacht-Wechsel? Scheiße, ich... Nee, wenn man aussteigen könnte, weißt du, mal so ein bisschen gucken kann, so mit wie tief ist das Wasser, weißt du, so. Das wäre geil. Glaube ich, wäre schlauer, wenn ich... Jetzt bin ich schon. Oder mal sich mit einem anderen Trucker treffen, zusammen eine rauchen, so. Ja! Das wäre auch das sind Features, die wir unbedingt brauchen. Liebe Entwickler, fügt das ein. Entspanntes Trucker-Dasein. Darum geht's hier doch. Aber ich habe auch leider gar nicht den Vorgänger gespielt. Den haben ja schon viele Leute gefeiert. Ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich glaube, ich habe auch gedacht, das ist ein Spiel für richtige Freaks. Und jetzt bin ich selber so einer. Es macht einfach zu viel Spaß, muss man echt sagen. Es ist einfach geil. Du bist schon richtig weit, oder? Ich kann jetzt gar nicht auf die Karte gucken. Ja, ich bin hier auf dem Weg zur Polarbasis. Ey, ich wünsche mich da weiter, weil das ist schon... Es geht zwar, aber ein bisschen wünschen schadet hier nicht. Ja, der Hammer ist schon auch ziemlich geil. Ja, absolut. Der ist schon stark. Das Einzige, was das Problem bei dem ist, ist halt der Tank, der sehr klein ist. Aber... Ey, Tim, ich komme nicht darauf klar, wie dieses Monstrum durch den Schlamm kommt mit der Ladung. Das ist einfach unnormal.
Ernsthaft, das ist komplett verrückt. Ja, das ist geil. Okay, ich bin wieder ich bin jetzt auf der Hauptstraße, jetzt erst allerdings, aber immerhin. Oh, Alter, ich habe mich hier gut festgefahren in so einer Schneewehe. Ja, ich bin ja irgendwann da. Kann ich wieder rausbouncen, wie immer. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt aber auch akkurate Wegpunkte gelegt. Das hilft mir. So, hier wieder am Logistikzentrum, dann geht's weiter. Also ich bin gerade nicht der Schnellste, aber ich bin dafür stetig unterwegs. Ja, und das ist ja auch der Sinn vom Spiel, ne? Ich meine, hier geht's nicht um Schnelligkeit, hier geht's um Beständigkeit. Es ist aber auch schön. Es fühlt sich aber auch irgendwie geil an, mal genau so ein Spiel zu spielen. Und irgendwie kommt dann doch Action auf. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich doch ein Gefühl von absolut beste Unterhaltung, wenn ich mich da aus so einer Schlammecke wieder rauskämpfe. Das ist auch eine harte Arbeit, ne? Total. Ich meine, wir wissen das, wir beide. Wissen das auch die anderen, das ist immer die Frage. Ey, weißt du, was das Schlimmste ist? Die schlimmste Kombination ist einfach Schlamm und Steigung. Das ist... Ja. Das ist richtig hart. Das ist richtig tot. Tod und Hass. Aber du merkst das schon mit dem Hammer, ne? Exzellente Reifen, sagst du, bei Schlamm? Ja, Reifen sind super wichtig. Klar. Also ich bin hier halt sehr relaxed gerade, weil in meiner Nähe sind immer noch diese Strommasten und an denen kann man sich ja wundervoll festwinschen. Das ist alles noch cool. Ich bin jetzt auch wieder gleich bei der Pipeline übrigens, dass du weißt, wo ich ungefähr bin. Haben wir uns wieder die ganze Nacht durchgekämpft hier. Bist du schon fast am Zielort eigentlich, Tim? Ja, aber jetzt habe ich hier... Ich glaube, ich hole mir mal schnell den Wachturm hier ab. War es jetzt smart, von der Pipeline aus links zu fahren oder lieber der Hauptstraße folgen? Was würdest du sagen? Also ich bin links gefahren. Und bist ja irgendwie gut durchgekommen noch, ne? Ja, mach ich auch. Wow, ich bin durchgekommen, also sollte für dich eigentlich kein Problem darstellen. Cool. Ja, dann ab rein in den Mist. So, ich mache mal hier den Wachturm, dann müsstest du den ja eigentlich auch haben. Ja, ist angekommen, dankeschön. Okay, jetzt können wir uns nämlich auch mal überlegen hier. Ah, siehst du mal. Ja. Das war nicht die schlauste Idee von uns. Hier lang zu fahren, oder was? Ja, das war nicht so schlau. Schaffen wir das? Ich guck mal auf die Map. Okay, das ist freigegeben. Wir müssen wohin? Warte mal, wo ist es denn? Du bist da. Du bist beim Bohrturm. Bei mir blinkt jetzt alles. Das kann ich jetzt immer schlecht erkennen. Scout Kirschwagen. Wo ist mein Wachturm? Da ist der Bohrplatz. Müssen wir zum Bohrplatz? Nee, wir müssen zur Polarbasis. Wo ist die denn? Ach, da oben. Ja. Ach so. Und dann muss man da einmal so voll durchs Wasser durch. Also. Ah, verstehe. Ich weiß nicht genau, ob ich das schaffe. Muss ich mal gucken. Gut, ich könnte zumindest aber noch. Ich mache mal ein paar Wegpunkte. Da muss ich durch so eine super fette Schneeverwehung. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber ich probiere es aus. Dann hier einmal auch fett durchs Wasser. So, und dann ist da die Polarbasis. Boah, ist schon ein weiter Weg, ey. Super verkurvt. Verzahnt. Ja, also außen rum und dann erstmal da hoch, ist glaube ich schlauer. Okay. Neue Mission entdeckt, verlorenes Rohr. Sehr schön.
ist schön matschig. Oh, das ist jetzt auch für mich matschig. Schaffst du das noch? Boah, Leute, wie ich hier eintauche. Oh. Aber durchgekommen. Was ich mir noch wünschen würde von dem Spiel, ist, dass man manchmal ein bisschen besser erkennt, ob der Matsch jetzt tief ist oder ob er flach ist. Stimmt, das ist immer so ein Glücksspiel, ne? So ein bisschen. Ja. Die Stellen hatte ich auch schon, das stimmt. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, ist realistisch, okay, aber stimmt schon. Oh, aber realistisch wäre dann halt auch auszusteigen und zu gucken, ne? Ja, richtig. Stimmt auch. Okay, jetzt fahre ich durch eine super abgefuckte Schneeverwehung. Och, geil. Okay. Bist du durchs Wasser gekommen? Ja. Hammer. Boah, hier wird es noch anstrengend für mich, glaube ich. Geil, dann bin ich jetzt da. Ja, Hammer. Okay, da kannst du sonst ja schon versuchen, den Stahlträger zu besorgen. Weil ich werde noch ein paar Minütchen brauchen, glaube ich. Wenn wir die Mission heute abschließen können, wäre es natürlich richtig geiler Progress. So. Also die Ziegel kommen stetig, sag ich mal. Unaufhaltsam. Das ist ja easy, da oben ist ja schon die Fabrik. Da müssen wir ja nur hier einmal durch. Hast du schon abgeliefert? Ja. Geil. Ja, okay, cool. Wo bist du denn eigentlich? Ich meine, ja, ich fahre jetzt auch so. Da oben. Ja. Ja, du fährst jetzt über oben. Ja, ja, das ist aber, das ist schon schlau. Geil. Genau, aber deswegen brauche ich noch ein bisschen. Und wenn du schon die Ziegel abschleppst, dann, Stahl abschleppst. Das ist aber auch oftmals echt geil gemacht beim Game, weil oftmals gibt es so einen kurzen Weg und der ist dann richtig verlockend. Ja, ne? Aber dann bleibst du halt stecken und denkst dir so, ach scheiße, hätte ich mal den Umweg genommen. Okay, jetzt muss ich richtig hart durch den Fluss. Mit einer richtig fetten Strömung. Aber... ist ihm scheißegal. Oh Gott, war das geil. Tim, das war wundervoll. Mhm. Quer einen Fluss durchfahren mit einer wirklich sichtbaren, starken Strömung. Wunderbar. Factory Tunnel. Ja, ich habe mir noch keinen Schnorchel gekauft für meinen... für den Hammer hier, das merkt man auch. Ja, wenn du absäufst, bist du abgesoffen, ne? Dann hast du ein Problem wahrscheinlich. Ja. Ich meine, zusätzlich ist natürlich der Truck auch höher. Mein Auspuff ist ja auch viel, oder meine Luftansaugmöglichkeit ist ja auch viel höher. Ja, ein Schnorchel, den muss man eigentlich immer holen. Wobei, ich weiß gar nicht, wo normalerweise bei diesem Truck der Ansauger wäre. Wahrscheinlich ohne Schnorchel wäre der Ansauger auch unten, dann wäre auch schon abgesoffen. Egal, wie hoch der Truck ist. Kann schon sein, ja. Dem Ziel auch immer näher. Du müsstest jetzt eigentlich hier bei mir vorbeifahren gleich. Ja, da bist du. Wo bist du? Hallo. Wo bist du? Hier, links. Ach, links hallo. Vor dir. Oh, jetzt habe ich den Weg abgeschnitten. Hallo. Ja, sehen wir uns da. Ich bin der Polarstation, Johnny. Nee, Tim, jo. Sorry. Richtig beleidigen gerade unter Kollegen. Tim hat Johnny genannt. Unangenehm. Naja, so ist das. Man ist schon sehr lange im Truck. Weiß man nicht, wie man damit umgehen soll, wenn man Kollegen on the road sieht. Aber ein schöner Moment, dich gerade hier so zu treffen. Richtig geil. Ja, ne? Ja, richtig geil. Feier's derbe. In dieser Weite, ne? In dieser... Ja. Dieser weiten Natur, wo einfach nichts ist. Und dann trifft man auf einmal einen Menschen und denkt sich so, ja geil.
nicht geil. Ich bin nicht ganz verrückt geworden. Das hat wirklich Sinn und Zweck, was wir tun. Jetzt gleich gibt's 4 Ziegel. Ey, ich habe 4 Ziegel durch diese ganze Scheiße hier transportiert. Nur aufgrund des geilen Trucks. Hier ist wieder richtig Fettwasser. Ui, hier ist aber richtig Fettwasser. Ja, stimmt, du bist ohne Schnorchel eigentlich richtig am Arsch mittlerweile. Ist ja überall Wasser. So, die Stahlträger sind aufgeladen. Geil. Ja, ich werde abliefern, sofort den Anhänger wegschmeißen und dann kann ich dir auch immer helfen. Aber und dann ist die Polarstation auch ready. Und damit habe ich mich zum ersten Mal, glaube ich, beim Truck festgefahren. Aber es sollte hier kein Problem sein. Winch anbringen. Ja, bei dem Wasserpark, da ist das Geheimnis, dass man sich eher außen hält, nicht innen, wie man denkt, ja, was irgendwie Sinn machen würde, sondern außen. Da, wo die Pfähle im Wasser sind, da ist das Wasser am flachsten. Krass. Aber ich habe mich jetzt hier richtig gut festgerödelt. Aber so richtig geil festgerödelt, alter Schwede. Hier ist nicht mehr viel zu holen gerade bei mir. Oh, 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 Freunde. Das sieht nicht gut aus. Ich war gerade so euphorisiert. Da bewegt sich mal ganz leicht was. Oh, gleich muss ich doch noch Dieter anrufen. Nehmen wir nochmal den anderen Baum dazu. Geht gar nicht. Och, geht. Sehr gut. Oh, schön. Der Baum hat mich erlöst. Das war toll. Toller Baum. Oh, das war heftig, Tim. Hast du es geschafft? Ja, gerade noch so. Dank eines sehr robusten Baumes rausgekommen. War aber eine brenzlige Situation, muss man schon sagen. Du bist wahrscheinlich auch gleich wieder im Wasser, ne? Wenn du auf dem Rückweg bist. Nee, ich bin hier auch gerade in der Kreuzung, stecke ich gerade ein bisschen im Schlamm. Ich habe halt jetzt hier auch Stahlträger geladen, das ist natürlich nicht die leichteste Fracht der Welt, sag ich mal. Ja, klar. Nachvollziehbar. Ist das hier die Polarstation? Der Anhänger gut. Anhänger lösen. Ciao. Brauchst du Hilfe, Tim? Ja. Ah, komm ich mal. Dafür sind wir doch da. Trucker Buddies. Na wohl, jetzt habe ich es, glaube ich. Du schadest ja nicht, wenn ich dir entgegenkomme, ne? Bin ich ja hier so leicht unterwegs. So leichtfüßig. Ich meine, du kannst mir den Anhänger natürlich auch abnehmen sonst. Ah, ich komme einfach. Wahnsinn, nur Stahlträger haben wir diese Mission gelöst. Das ist natürlich zu zweit schon wahnsinnig effizient, ne? Ja, auf jeden Fall. Das geht so viel schneller. Es ist auch wirklich geil, dass man mit der Winde so viele Möglichkeiten hat. Also es gibt wirklich super oft noch die Möglichkeit, sich noch zu retten, auch wenn der Weg schon aussichtslos scheint. Ja, ein bisschen hin und her wickeln und dann findet man schon was, ne? Also zum Beispiel auch, wenn man schon an einem Baum oder so vorbeigefahren ist, dass man dann einfach mit dem Anhänger
die Winde so anbringt, dass der Anhänger einen so ein bisschen schiebt sozusagen. Ja. Das ist halt auch eine geile Taktik. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Aber ich habe mich genau an der gleichen Stelle wieder festgeballert. Aber ich nehme mal meine Winde. Genau, hier einfach außen lang fahren. Ach, so easy kommst du da durch, alles klar. Naja, wenn man außen fährt, wie gesagt, dann geht das besser. Ja, ich wollte dir helfen, ey. Jetzt fühle ich mich ja wie der letzte Idiot. Kommst du? Ja, klar. Ich will doch sehen, wie du die Ladung ablieferst. Wie die Polarstation, Polarbasis. Könntest du mir denn jetzt eigentlich den abnehmen, den Anhänger, wenn ich den jetzt hier stehen lasse? Ja, bestimmt, wenn du den da... Oder geht der nur für Scouts? Warte, ich guck mal. Der ist nicht passend, leider. Geht nicht. Okay. Aber könnten wir, warte mal, fahren wir wieder dahin? Ja, warte, kann man das umladen? Ich nehme ihm die Mission, warte kurz. Die Fracht? Ja, guck mal. Ich jetzt hier mit da dran gehen. Fracht. Ja, kannst du die... warte mal, jetzt kann ich auf Fracht entfernen. Ja, ich weiß, es ist so schlau, wenn du jetzt auf Fracht entfernen drückst. Ich habe irgendwie Angst, dass wir die dann hier verkacken. Nee, ich glaube, ich kann sie aber nicht bei dir aufladen. Nee, dann bring sie mal lieber weg. Ja. Komm, gemeinsam fahren wir zum Ziel. Ich kann hier noch ein bisschen anschubsen, wenn du willst. Wahrscheinlich braucht man dafür den Kran. Ah ja, genau, das kann wahrscheinlich sein. Ja, macht ja auch Sinn. Guck mal, ich habe deinen Anhänger geparkt, wie du siehst. Der hat mich eben genervt. Hm. Der hat sehr gut geparkt auch. Dankeschön. So. Zack. Alter. Angenommen. Nice ist denn das, Tim? Richtig geil. Ja, das war doch geil. Ja, richtig geil, weil ich stelle uns mal direkt nebeneinander. Ah, guck mal, kann man sehen? Warte, ich muss ein bisschen zurück. Darauf einen Schluck. Ja, auf jeden Fall. Gönn dir das mal ein, weil ich fahre genau neben dich. Ah, geil. Jetzt gleich fangen sie schön an zu rauchen, die beiden. Ich mach die Musik mal ein bisschen, die Handbremse an. So. Bisschen Ingame-Sound raus. Ich verlasse mal das Funkgerät. Ah, oh, herrlich. Tim, das hat Spaß gemacht. Das war geil. Danke, ja, war geil. Danke für diesen Mega-Progress. Unnormal, ey. Das ist wirklich sowas von viel effektiver und viel einfacher. Natürlich auch der Tipp von dir, weil du hast die Spielmechaniken schon viel mehr drauf natürlich als ich. Mit der Tipp mit dem neuen Truck und mit der Bereifung, das hat einen riesen Unterschied gemacht. Und natürlich einfach zu zweit spielen, hebt das Spiel auf noch ein komplett anderes Level, meiner Meinung nach. Ist einfach mega. Lass uns ja, noch. Das macht Bock. Lass uns noch das ausbauen, wenn du Lust hast. Ich werde das noch ein bisschen weiter zocken, weil ich habe tatsächlich, also für mich jetzt eher so, du hast es schon viel gespielt, ich habe gerade erst so richtig Blut geleckt. Weil ich jetzt gerade noch mehr Tiefe entdecke in diesem Spiel und irgendwie will ich mehr Trucks haben und mehr entdecken. Und vor allen Dingen kooperativ finde ich es einfach stark. Und wenn man das bis zu 4 Spieler spielen kann, sollten wir das angehen tatsächlich. Ich denke da an Donny, ich denke da an Jimmy McCrupp. Solche Leute. Also die bekannten Trucker unserer Szene. Ja, gerne. Ja, mega geil. Tim, herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir haben das Let's Play heute beendet. Guter Dinge. Lasst uns wie immer Feedback da, weil das tut immer gut. Es tut immer gut zu lesen, wenn ihr was zu kritisieren habt. Aber viel besser ist es, wenn ihr sagt, Mensch, das war geil. Dann machen wir es nämlich nochmal. Das ist das, was wir unbedingt brauchen. Tim, hast du noch was zu sagen? Nö, ich bin wunschlos glücklich hier mit meinem Hammer. Ja, mega geil. Pass auf, dann drücke ich jetzt auf diesen Knopf. Da habe ich nämlich mal die Ansicht gewechselt.
und habe jetzt mal den In-Game-Sound runtergemacht. Tim, herzlichen Dank. Ich drücke jetzt auf das Intro und das Intro ist nämlich jetzt das Outro. Und Leute, bis zum nächsten Mal hier zu Nice and Time. Tschüssi. Habe ich Bock drauf. Schöne Zeit.